die an die Stelle von Silicon Valley treten könnte, was die Digitalisierung betrifft. Und das ist etwas ganz anderes als das, was wir bisher erfahren haben. Es ist einerseits alarmierend, andererseits auch interessant. Deshalb möchten wir ganz gern mehr über die Entwicklungen erfahren und ich freue mich auch sehr, dass mein lieber alter Freund Jo Leinen, der Vorsitzende der EP-Delegation für Beziehungen zur Volksrepublik China, ebenfalls anwesend ist. Er wird einige grundsätzliche Anmerkungen machen und dann haben wir ein sehr interessantes Podium, hier sehr interessante Redner, die Ihnen die Entwicklungen erklären werden. Ich selbst möchte jetzt die Redner nicht vorstellen, das werde ich dann später der Reihe nach tun, jeweils dann, wenn sie an der Reihe sind. Ich möchte Sie nur darüber informieren, dass diese Sitzung gewebstreamt wird. Wir haben also auch Öffentlichkeit von außen, die uns hier verfolgen wird. Bitte sehr. Jo, Sie haben das Wort. Vom Jo. Thank you, Jo Weidenholzer zu Jo Leinen. Old man, old man. Ja, ein Dank von Jo an Jo. Ich möchte alle ganz herzlich hier begrüßen. Ich denke, das ist ein äußerst wichtiges Thema, dass man über Menschenrechte im digitalen Zeitalter spricht und dass wir dabei auch China als Fallstudie sozusagen nehmen, um einmal zu sehen, wie Freiheiten wahrgenommen werden, einerseits und andererseits eingeschränkt werden. Durch die Anwendungsmöglichkeiten des Internet. Ich führe den Vorsitz der Delegation der Beziehungen zur Volksrepublik China. Unsere Delegation hatte einige Sitzungen, bei denen es um das gleiche Thema immer wieder ging in den letzten Jahren. China ist ja eine aufstrebende Macht- und Volkswirtschaft und hat beschlossen, weltweit bei den neuen Technologien führend zu sein. Sie haben 10 Schlüsselbereiche definiert. Unter dem Konzept Made in China 2025. Sie möchten da aufholen gegenüber dem Westen, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union. Sie möchten da sogar uns überholen und führend sein. Ein solcher Bereich ist das Internet, insbesondere die künstliche Intelligenz. Man stellt fest, dass bei den internationalen Champions in diesem Bereich man einerseits die führenden US-amerikanischen Unternehmen von Silicon Valley hat, aber es gibt auch immer mehr chinesische Unternehmen. Das erste europäische Unternehmen kommt erst viel weiter unten. SAP aus Heidelberg, das hinkt also weit hinterher. Bis jetzt wird diese Welt durch die Vereinigten Staaten und durch China dominiert. In dieser Welt des Internet steht China eigentlich auf einer gleichen Grundlage wie wir. Sie sind aber 5 bis 10 Jahre uns voraus. In der grünen Woche, also in der türkisfarbenen Woche, war ich in China, habe Shenzhen besichtigt. Wir sind den Berg hochgekleckert, wo Deng Xiaoping sein Denkmal hat. 30 Grad war es warm. Ich wollte eine Coca-Cola aus einer Servicebox herausholen. Meine 10 Yuan sind zurückgeschickt worden. Ich habe es nochmal reingesteckt. Das Geld kam wieder raus. Und dann sagte der chinesische Kollege, nein, nein, also man muss hier mit Mobiltelefon bezahlen. Es gibt kein Bargeld mehr. Und da war ich doch sehr überrascht, dass noch nicht einmal Mineralwasser oder Coca-Cola mit Bargeld bezahlt werden können, sondern alles läuft über das Telefon, über das Handy.
Selbst die Bettler hatten ein Handy. Und dann, wenn man etwas geben wollte, konnte man mit seinem Handy eben auf das Handy des Bettlers überweisen. Also Internet und Internetdienstleistungen sind überall anzutreffen. China investiert in die künstliche Intelligenz, insbesondere in Gesichtserkennung. Das führt dann zum konkreten Thema heute, nämlich wie wird das Ganze eingesetzt? Ich stelle fest, dass Menschenrechte in China nicht so definiert werden wie bei uns, obwohl China die allgemeine Menschenrechtserklärung unterzeichnet hat. Bei China wird der Schwerpunkt eher auf die sozialen und die wirtschaftlichen Rechte gelegt und nicht so sehr auf die individuellen Rechte. Und der Menschenrechtsrat in Genf versucht China, diese universale Menschenrechtserklärung zu differenzieren und zu sagen, wir sind doch weltweit führend bei den Menschenrechten. Denn 700 Millionen Menschen sind dank uns der Armut entflohen. Die genießen ihre sozialen Rechte. Ich erwähne das deshalb, weil man dann feststellt, dass in der chinesischen Gesellschaft die meisten Menschen, so sagen sie zumindest, und man sieht das auch, keine großen Probleme haben, dadurch, dass Daten gesammelt werden. Also einerseits durch Alipay, das ist ja das Instrument, das eingesetzt wird. Also die denken, das ist schon okay. Denn dadurch wird ihnen ein modernes Leben ermöglicht. Und mit Alipay kann man wesentlich mehr tun als mit WhatsApp beispielsweise. Man kann nicht nur Nachrichten verschicken, sondern man kann ein Restaurant reservieren, im Supermarkt bezahlen, seine Stromrechnung bezahlen, nach einer Arbeit suchen, ein Unternehmensbesitzer kann den Verbrauchern einen Kredit einräumen. Also da gibt es eine große Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten in dieser schönen neuen Welt. Das ist für die meisten Chinesen so fantastisch, dass sie da gerne mitmachen und denken, das ist doch prima. Gut, das ist also ein privates Unternehmen, das die digitale Welt nutzt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den chinesischen Staat. Da haben wir erfahren, dass sie natürlich überall Monitore haben, Kameras, überall in den öffentlichen Räumen in China. Dann gibt es ja auch das Sozialkreditsystem, wo inzwischen eine Reihe von Pilotprojekten laufen. Das Ganze entstand im Jahr 2014, um das Internet zu nutzen, um Daten zu den Bürgern zu erheben. Da gibt es eben dieses Sozialkreditsystem, wo sie Plus- und Minuspunkte bekommen. Und wenn sie einen bestimmten Minusstand haben, dann kann man zum Beispiel nicht mehr auf Hochgeschwindigkeitszügen reisen, man bekommt kein Flugticket mehr, darf nicht mehr studieren, bekommt auch nicht unbedingt die gewünschte Arbeit und so weiter. Oder kann in bestimmten Teilen einer Stadt keine Wohnung mehr mieten oder kaufen. Ich denke, dass das Internet und derartige Praktiken sehr viele Artikel der Menschenrechtserklärung berühren, zum Beispiel Artikel 2, Verbot der Diskriminierung, Artikel 12, das Recht auf Privatsphäre, Artikel 13, Recht auf Freizügigkeit, Artikel 17, das Recht auf Eigentum, Artikel 18, das Recht auf freie Religionsausübung und auf das freie Denken und Artikel 26, das Recht auf Bildung und so weiter. Man sieht ja also, dass dieses System sich auf die Menschenrechte auswirkt, wenn es
zu stark eingesetzt bzw. sogar missbraucht wird. Dann könnte man natürlich die Frage stellen, gilt das nur für China? Ist China ein Einzelfall? Ich denke, wir alle haben den Eindruck, dass, wenn dieses gut funktioniert, und ich habe keinen Zweifel daran, dass es gut funktionieren wird, dass es dann Nachahmer finden wird. Und wenn ich mich in der Welt so umschaue, fallen mir gleich eine ganze Reihe von Ländern ein, die von den chinesischen Unternehmen oder vom chinesischen Staat dieses System abkaufen würden und es in ihrem eigenen Land einsetzen werden. Und das sollte uns doch weltweit ein Anliegen sein, einmal über dieses Thema zu sprechen und zu überlegen, welche Möglichkeiten wir haben, um weltweite Verhaltensregeln aufzustellen. Die EU ist keine Militärmacht, wir sind noch nicht einmal eine große politische Macht, aber wir sind weltweit führend bei den Normen. Und ich denke, dass wir deshalb in der EU auch hier weltweite Normen festlegen müssen, bei der Nutzung des Internets und bei den Menschenrechten, die in der digitalen Welt noch gelten sollten. Das ist meine Einleitung. Ich könnte sicherlich noch wesentlich mehr sagen, aber wir haben ja fantastische Sachverständige hier vorne, die sicherlich noch wesentlich mehr sagen können. Und das Thema ist sehr wichtig. Ich freue mich, dass wir das in unserer Fraktion hier behandeln. Und ich denke, dass Birgit im Liebeausschuss ja sicherlich auch mit diesem Thema sehr beschäftigt hat. Ich denke, das ist ein Thema, das das ganze Parlament beschäftigen sollte. Danke. Herzlichen Dank. Das System ist wie folgt. Also nach einem Beitrag hat man Zeit für Fragen, wenn jetzt jemand an Jo eine Frage richten möchte. Ansonsten, also das war ja eher eine allgemeine Einführung, die ich sehr zu schätzen weiß. Ich habe schon unterstrichen, das, was jetzt sich ereignet, ist etwas Historisches. In einigen Jahren haben wir vielleicht ein völlig neues Umfeld, das jetzt gerade eben in China entsteht. Ich freue mich jetzt sehr, Jeremy Dohm hier zu haben. Er ist ein Pendler zwischen den zwei Welten sozusagen. Er kennt den Westen, kennt aber auch China. Er ist zurzeit in Peking stationiert, hat schon ausführliche Erfahrung in China an der Arbeit mit Projekten zur Rechtsreform. Bevor er beim Paul Tsai China Center arbeitete, hat er mit dem US-Asia Rechtsinstitut der Universität New York gearbeitet und hat sich auf China-Programme gestützt. Also er ist wirklich hier sehr erfahren und wird jetzt zu uns sprechen, ungefähr 15 bis 20 Minuten, und anschließend haben wir die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ja. So, thank you very much for that. Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Ich denke, es besteht kein Zweifel an der Bedeutung dieses Themas. Ich denke, die globale Interaktion der Technologie mit Menschenrechten nimmt immer mehr Bedeutung zu. Und wie wir gerade gehört haben, hat China sich bewusst dazu entschieden, hier eine federführende Rolle zu spielen. Ich muss sagen, ich weiß heute weniger über die USA und die westliche Welt als in China, denn ich habe in den letzten 6 Jahren in China gelebt und lerne seit 20 Jahren auch immer mehr über China. Und es ist wirklich erfrischend, wieder mal in Europa zu sein, auch wenn nur für kurze Zeit. Ich arbeite an der juristischen Fakultät, konzentriere mich also auf das Recht, insbesondere auf das Verfahrensrecht. Ich möchte mich nun gerne auf das Sozialkreditsystem aus rechtlicher Hinsicht konzentrieren. China ist ein regulatorischer Staat und Vorschriften werden auch in Gesetzen festgelegt. Als ein Student des Verfahrensrechts konzentriere ich mich auf die Beraubung von Grundrechten durch den Staat. Das ist ja die Essenz des Strafrechts. Unter welchen Bedingungen hat der Staat das Recht, einem Mensch sein Recht abzuerkennen? Das scheint jetzt nicht mit dem Sozialkreditsystem auf den ersten Blick zu tun zu haben, aber
Dennoch, ich habe davon gehört und hatte das Gefühl, dass Menschen ihre Grundfreiheiten aberkannt werden, ohne ein angemessenes Verfahren gemäß strafrechtlicher Bestimmungen. Ich gehe mal davon aus, die meisten von Ihnen haben bereits Artikel gelesen oder haben auch im Fernsehen schon etwas gehört oder gesehen über das Sozialkreditsystem. Ich weiß, zahlreiche Vortragende hier werden über das Sozialkreditsystem sprechen. Der erste Punkt ist also von großer Bedeutung. Der Sozialkredit wird als Catch-all-Phrase für alle invasiven Technologien in China verwendet. Ich kann Ihnen ebenfalls mitteilen, dass in meinem normalen Bereich Verfahrensrecht es eine große Anzahl von invasiven Technologien gibt. Ich arbeite viel mit Strafverfolgungsbehörden zusammen und ich kann Ihnen eines sagen, was Daten Privatrechte angeht, so ist es so, sobald China ein Verfahren gegen einen einleitet, bekommen Sie alle Informationen, die Sie haben wollen. Es gibt natürlich auch Untersuchungsbefehle in China, aber die werden von oberen Polizeibeamten an niedrigere Polizeibeamten weitergegeben. Es gibt also keine Rechnungslegung. Das Gesetz geht davon aus, dass die Polizei die Privatsphäre, Handelsgeheimnisse und andere sensible Informationen schützt. Privatsphäre gibt es viel mehr zwischen Einzelpersonen als gegenüber dem Staat. Bedeutet dies, dass die Polizei ständig unsere Daten überwacht? Kann sein, ich nutze ja auch WeChat. Kann sein, dass die Polizei Zugang zu meinen Daten hat, aber vielleicht haben sie nicht Interesse daran, sie zu prüfen. Stattdessen werden diese outgesourced an Unternehmen, die Interesse an diesem Inhalt haben könnten. In Chatgruppen, in Online-Foren und auch in anderen Kommunikationsmedien haben wir immer wieder festgestellt, dass der Leiter dieser Online-Plattform die Verantwortung hat, Informationen an die Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten. Die zweite Fehlannahme über Sozialkredit ist, dass es eher um Rechtsträger als also um Organisationen geht, als um Einzelpersonen. Einzelpersonen sind also weniger von diesem Eindringen in die Privatsphäre betroffen, denn es geht um einen regulatorischen Aspekt. Darauf möchte ich noch näher eingehen. Drittens, die Scores, also die Ratings. Wir hören immer wieder von einer allgemeinen Bürgerscore mit Abzügen, mit Pluspunkten und so weiter. Im Grunde handelt es sich um ein abgeschottetes Silo-System und auf die Details möchte ich noch eingehen. Es gibt jedoch kein allgemeines Rating. Es gab vielleicht einige Pilotprojekte, auf die ich noch zu sprechen kommen möchte, aber es gibt kein allgemeines Rating. Das ist nicht das, was den Sozialkredit ausmacht. Ich möchte später noch darauf zu sprechen kommen, was den Sozialkredit ausmacht. Dann noch eine weitere Fehlannahme. Das System soll 2020 in Kraft sein. Wie andere ehemalige Sowjetstaaten möchte China gerne mit 5-Jahresplänen arbeiten und der erste Plan belief sich auf den Zeitraum 2014 bis 2020. Das Konzept Sozialkredit wurde aber zu Beginn der 2000er erstmals erwähnt. Aber nun wurde dieses Programm erstmals mit echten Fristen ausgestattet. In der Tat ist es so, dass das System aber bereits jetzt existiert. Es gibt Fristen und Zielsetzungen, aber das meiste läuft bereits heute. Ich gehe davon aus, dass wir in 2020 einen erneuten 5-Jahresplan bekommen werden, 2020 bis 2025 zum Beispiel. Ich möchte nun erläutern, was Sozialkredit ist. Dadurch wird eine große Bandbreite von Sektoren abgedeckt. Zunächst Regierungsangelegenheiten. Das ist vielleicht für viele überraschend. Im System geht es unter anderem auch um die Regulierung der Regierung. Der Fokus liegt auf der Regierungstransparenz, öffentlicher Überwachung der Regierung. Das ist eine Phrase, die die Chinesen immer wieder verwenden. Und es geht auch darum, Regierungsbeamte zu kontrollieren, damit sie der Parteilinie Folge leisten. Außerdem ist auch die Kontrolle gewerblicher Unternehmen von Bedeutung. Der Großteil der Texte im Bereich Sozialkreditplanung deckt den Handelssektor ab. Hierbei geht es um die Umsetzung bereits bestehender Gesetze und nicht um neue Verpflichtungen. Wenn ich der Anwalt eines Unternehmens wäre, hätte ich Bedenken bei der Umsetzung dieser Gesetze, aber ich würde nicht sagen, dass sich daraus neue Verpflichtungen ergeben. Es geht einfach um eine Aggregierung der Daten. Drittens, soziale Organisationen und Wohlfahrt. Leute sollen jetzt in der Lage sein, den philanthropischen Sektor, also den Wohltätigkeitssektor in China besser beurteilen zu können, denn dieser ist relativ neu. Es sollen also Aufzeichnungen geführt werden über die Legitimität von
tätigen Organisationen. Und viertens, der Justizsektor, wo es um die Umsetzung von Gerichtsurteilen geht. Ich möchte nun auf einige Konzeptbereiche eingehen, die in den Dokumenten aus China nicht aufscheinen, sondern aus meiner Feder stammen. Zunächst finanziell, auf Chinesisch Changxin, das ich wie gewöhnlich als Kreditberichterstattung übersetzen würde. Hierbei handelt es sich um ein Finanzprogramm. Es geht darum zu gewährleisten, dass Kredit jene erreichen soll, die keinen Bankenzugang haben in China. 2/3 in China haben keinen Zugang zum bankeneigenen Kreditsystem. Und ich denke, das ist ganz intuitiv. Jede Bank möchte natürlich ihre Kreditabdeckung erweitern, damit sich die Wirtschaft weiterentwickeln kann. Zweitens, regulatorischer Bereich. Das ist sicherlich jener Bereich des Sozialkreditsystems, der am meisten umgesetzt wird. Es geht um die verstärkte Umsetzung bestehender Gesetze. Darauf möchte ich noch zu sprechen kommen. Und drittens, und dies ist wirklich aus philosophischer Hinsicht besorgniserregend, jedoch nicht aus operationeller Hinsicht, und zwar die bildungs- und moralische Komponente. Ich habe hier erneut das chinesische Wort verwendet, Changxin. Das ist ein Grundwert der aktuellen Regierung, von der Regierung als Integrität bezeichnet. Ich würde das als Kreditwürdigkeit übersetzen, denn ich habe Probleme mit dem Begriff Integrität. Es gibt ja die strukturelle Integrität und auch die Integrität als Teil einer Persönlichkeit eines Menschen. Auf jeden Fall müssen wir bedenken, dass dies eine moralische Komponente hat. Das sind also drei Bausteine, die isoliert voneinander zu betrachten sind. Ich möchte nur nicht allzu viel Zeit uns aufhalten mit dem finanziellen Aspekt, denn die beiden anderen Aspekte sind wesentlich interessanter meiner Ansicht nach, denn diese haben Konsequenzen auf die Bürger angeht, was die Beraubung von Grundrechten angeht, wie zum Beispiel Zugang zu Hochgeschwindigkeitszügen und so weiter. Zunächst müssen wir uns Gedanken machen über die Fehlberichterstattung über das Sozialkreditsystem. Das Finanzsystem ist meiner Ansicht nach ein System, das schon seit langer Zeit ein eigenes Kreditberichterstattungssystem hat. Das Problem ist, dass nur wenige Menschen im Verhältnis gesehen in China dadurch erreicht werden. Ich würde sagen, lediglich 1/3. China möchte das gerne erweitern, aber die meisten Menschen können kein Darlehen aufnehmen, besitzen auch keine Immobilien und es ist schwer, ihnen ein Kreditrating zuzuweisen. Die Regierung hat daher 8 Länder anvisiert, die eigene Kreditrating-Systeme haben. Das bekannteste ist der Ali Sesame Credit, ein System, das über umfassende Daten verfügt. Und es ist ein System, das wir alle verwenden. Ja, Sie haben wirklich recht, in China wird überall mit dem Handy gezahlt, selbst wenn wir einem Bettler auf der Straße Geld geben. Und dieses System hat alle Daten über die Verbraucher. Das sind aber unternehmenseigene Daten, die das Unternehmen vielleicht nicht unbedingt hergeben möchte, aber sie weisen dem gerne eine Score zu. Diese Score ist aber von der Regierungsscore zu unterscheiden. Es gibt also diese 8 Unternehmen. Die People's Bank of China hat ursprünglich keinem dieser Unternehmen eine Lizenz erteilt. Sie entschied, dass alle diese Unternehmen einen inhärenten Interessenskonflikt haben, wenn es darum geht, Menschen eine Score zuzuweisen. Wie bereits gesagt, keinem Unternehmen wurde der offizielle Status zur Kreditberichterstattung zugewiesen. Warum nicht? Das Sesame Credit System erfordert zum Beispiel den Erwerb von Ali-Krediten auf der Unternehmensplattform, um ein besseres Rating zu bekommen. Das gewährt aber keinen Einblick darin, ob eine Person dazu in der Lage ist, eine Hypothek zurückzuzahlen. Und darum geht es ja bei einem Kreditrating. Es geht um die Messung eines Risikos. Man fand also heraus, dass diese Unternehmen den Schlüsselfaktor nicht voraussagen konnten und dass sie einen inhärenten Interessenskonflikt haben. Sie versuchen nun also, ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Die Regierung hat es dabei den Unternehmen ermöglicht, Anteilseigner in einer neuen Datenbank von Internet-Darlehensressourcen zu haben, die Baihang heißt. Hierbei handelt es sich also um Mikrokredite für Unternehmen. Diese Informationen sollen dem bestehenden Datenpool hinzugefügt werden, um die Score zu verbessern. Und jetzt wird das Ganze interessant, denn jetzt geht es um das Regulatorische und der staatlichen Macht kommt eine höhere Bedeutung zu. Der erste Teil wird nicht hinreichend diskutiert, und zwar das Realnamenregistrationssystem. Egal, was man in China heute machen möchte,
Man muss seine Bürgeridentifikationsnummer angeben, wenn man eine tatsächliche Person ist. Oder wenn man ein Rechtsträger ist, muss man seinen Unique Identify Code angeben, der sich zusammensetzt aus unterschiedlichen Codes, Unternehmenslizenzen und so weiter. Ich würde sagen, hier handelt es sich um einen 15-ziffrigen Code. Wenn man Internetzugang haben möchte, entweder mobil oder zu Hause, muss man diesen in seinem tatsächlichen Namen eröffnen. Es gibt ja auch eine Grenze, man kann nicht unzählig viele Handys besitzen als Einzelperson. Auf diese Art und Weise kann stets nachverfolgt werden, wer was getan hat. Aus strafverfahrensrechtlicher Sicht, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, beobachtet jemand diese Vorgänge in Echtzeit? Ich würde sagen, dies ist momentan gar nicht machbar. Vielleicht wird in der Zukunft irgendwann mal was entwickelt, dass es machbar wird, all dies nachzuverfolgen. Aber es gibt eine Aufzeichnung. Und wenn man in China dann zu einer kritischen oder sensiblen Person wird, zum Beispiel aus politischen Gründen, kann die Regierung alles herausfinden, da es einen digitalen Fußabdruck gibt. Bankverbindung, Internetverbindung, jedes Telefongespräch, all das ist mit dieser Identifikationsnummer verbunden. Die Frage ist nun, wird dies auch qualifiziert? Bekommt man dazu eine Score? Nein, aber es gibt eine Aufzeichnung. Nun der zweite Teil. Hier handelt es sich um industriespezifische schwarze Listen. Die zentrale Regierung hat jede Regulierungsbehörde, zum Beispiel die Lebensmittelbehörde oder auch die Behörde für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, darum gebeten, eine schwarze Liste zu erstellen und dann etwas, das etwas weniger kritisch zu betrachten ist, also eine Ärgerliste von Rechtsverstößen innerhalb der Behörde. Es handelt sich also um etwas, wo diese Behörde bereits eine Rechtsprechung hat. Wenn man eines Vergehens schuldig war, wird man auf diese Liste gesetzt. Und dann gibt es noch eine zweite Liste, wie bereits erwähnt, die sich Key Scrutiny List nennt. Hierbei handelt es sich also um Organisationen. Wenn zum Beispiel die Lebensmittelbehörde herausfindet, dass eine Fabrik keine Standards erfüllt und dadurch die Gesundheitsvorschriften verletzt, wird sie auf die schwarze Liste gesetzt. Die Konsequenzen dessen, auf der schwarzen Liste zu stehen, sind industriespezifisch. Im Allgemeinen ist die Konsequenz dessen, auf der schwarzen Liste zu stehen, zum Beispiel im Lebensmittelsektor, jene, dass häufiger Bewertungen der Fabrik durchgeführt werden, dass häufiger Inspektionen durchgeführt werden. Wenn man nun um Regierungssubventionen ansucht oder um Regierungsunterstützung für Lizenzen, dann wird man verstärkt einer Prüfung unterstellt. Drittens, gemeinsame Durchsetzung. Hier vereinbaren gegenseitige Agenturen ihre schwarzen Listen gegenseitig zu prüfen. Es kann also einen schweren Rechtsverstoß gegeben haben und eine andere Agentur stimmt zu, dass sie ihre Befugnis nutzt, um Einschränkungen anzuwenden. Ein gutes Beispiel sind hier die Gerichte für Blacklists. Hier wird also ein monatlicher Bericht veröffentlicht für alle, die durch diesen Mechanismus abgestraft werden. Und daraus geht hervor, dass der Großteil, also über 90% dieser Sanktionen im Gerichtssystem zu verorten ist. Wenn man hier einem Gerichtsurteil nicht Folge leistet, wird man auf eine Liste gesetzt, aus der sich eine Reihe von Konsequenzen ergeben, darunter auch die Möglichkeit, chinesische Fluglinien nicht zu nutzen, keinen Zugang zu bestimmten Zügen zu haben, dass Kinder nicht auf Privatschulen unterrichtet werden dürfen und so weiter. All dies steht jedoch in Verbindung mit Nichteinhaltung von Gerichtsurteilen. Das ist also eine Sanktion durch die Gerichte. Das Ministerium der Zivilluftfahrt hat zum Beispiel eine Vereinbarung mit den Gerichten unterzeichnet, die das Flugverbot ermöglicht. Auch die Schulbehörden haben eine derartige Vereinbarung unterzeichnet. Es handelt sich also um Memoranda of Cooperation, der gemeinsamen Durchsetzung. Momentan gibt es 39 dieser Vereinbarungen und das letzte betraf die Sozialversicherung. Nun die letzte Komponente, die im Bildungsbereich zu verorten ist. Dies beinhaltet die moralische Bildung, aber auch Bildung über Finanzkredite. Dies wird sowohl in Schulen umgesetzt als auch durch öffentliche Publicity-Maßnahmen. Es gibt hier tatsächlich Punkt
Systeme. Rongshan wird ja oft erwähnt, Shanghai hat ein eigenes System und Peking hat gerade angekündigt, dass sie ein eigenes Going-System einführen wollen, wo ich dann offensichtlich bis Ende 2020 dann auch dazugehören werde. Ich würde all dies im Bildungssektor platzieren. Warum? Es gibt nicht wirklich Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Im Gegensatz zu den schwarzen Listen, die industriespezifische oder noch umfassendere Konsequenzen nach sich ziehen können, habe ich noch nicht festgestellt, dass Menschen aufgrund dieser Bildungsscoring-Systeme Rechte aberkannt wurden. Es gibt aber Belohnungen, ähnlich wie es sie auch unter dem sogenannten Modell-Arbeitnehmerprogramm gegeben hat oder auch die Tatsache, dass in der Nachbarschaft monatlich die beste und wunderbarste Familie in der Nachbarschaft auserkoren wird und damit deren Geschichte erzählt und die bekommen einen Preis verliehen. Aber es gibt keine negativen Maßnahmen. Bugan, Buhui, Bushan auf Chinesisch. Das ist eine Phrase, die sehr häufig verwendet wird bei der Diskussion rund um Korruptionsbekämpfung, aber auch rund um Umsetzung und Durchsetzung. Dies bedeutet, wage es nicht können und es nicht wollen. Es handelt sich also um eine Bekämpfung der Korruption, aber auch jeglicher Verstöße. Und ich denke, das soziale Modell ist daran orientiert. Bugan, etwas nicht wagen. Da geht es darum, dass Menschen sich nicht trauen, gegen ein Gesetz zu verstoßen. Man soll also Angst vor möglichen Sanktionen haben. Buhui, das bedeutet, das System ist so vollständig, dass es gar nicht möglich ist, korrupt zu sein und gegen das Gesetz zu verstoßen. Man würde ohnehin erwischt werden, bevor man es überhaupt tun kann. Und dann Buxiang, etwas nicht wollen. Dies bedeutet, alle wurden dazu herangezogen, an Wahrheit und Ehrlichkeit zu glauben, sodass man gar nicht straffällig werden will. Ich habe sehr viele Freunde, die gerne gewalttätige Videospiele spielen und die sagen mir, ja, weil im echten Leben werde ich niemals die Gelegenheit haben, jemanden zu erschießen. Und wenn ich ihnen dann sage, ja, aber ich will gar niemanden erschießen, das ist eigentlich die Progression, dieser Fortschritt, den man mit dieser Phrase ausdrücken möchte. Ich möchte nun gerne abschließend einige Worte verlieren über die tatsächlich vorhandenen Probleme im Bereich Sozialkredit. Und bitte bedenken Sie, dass ich mit Sozialkredit nicht die gesamte Nutzung von Technologien durch die chinesische Regierung meine, denn wir könnten auch über andere Technologien sprechen, die besorgniserregend sind. Sozialkredit ist aber zunächst das Realnamenregistrierungssystem und die fehlende Anonymität. Ich denke, Anonymität ist ein Recht. Das ist ein Teil der Privatsphäre. Man hat zwar die Möglichkeit, seinen echten Namen lediglich mit der Regierung zu registrieren und dann zum Beispiel in Internetforen einen Künstlernamen zu verwenden oder einen Nickname. Aber dennoch, allein die Tatsache, dass die Regierung Zugang zum echten Namen hat, ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Nicht nur, wenn man straffällig wird, aber was passiert, wenn man unbeliebte Meinungen äußert? Das Christentum wird in China zum Beispiel heute nicht allzu gern gesehen, obwohl es eigentlich Religionsfreiheit gibt. Dasselbe gilt für den Islam. Homosexualität in einigen Ländern ebenso. Es gibt sicherlich einige Dinge, über die man lieber anonym sprechen möchte. Und man sollte sich nicht Sorgen darüber machen müssen, ob man das kann. Zweitens. Wird sich die gegenseitige Durchsetzung in ihrem Geltungsbereich noch ausweiten? Ich habe ja bereits gesagt, die gegenseitige Durchsetzung bei Verstößen beruht heute auf den gegenseitigen Vereinbarungen. Im Allgemeinen sind diese aber nicht globalisiert. Konsequenzen in einem Bereich werden durch Sanktionen im selben Bereich geahndet. Wenn das System jedoch erweitert wird, was durchaus vorstellbar wäre, würde man etwas bekommen, das im Englischen als Outlawry bezeichnet hat. Das heißt, wenn man gegen das Gesetz verstoßen hat, unterliegt man nicht mehr dem Gesetz. Dies entspricht ja auch dem chinesischen Slogan. Verstöße und Unglaubwürdigkeit in einem Bereich führt zu Einschränkungen in allen Bereichen. Und nun der wichtigste Punkt, verstärkte Durchsetzung von schlechten Gesetzen. Ich habe es ja bereits gesagt, durch Sozialkredit ergeben sich nicht unbedingt neue Verpflichtungen, sondern bereits vorhandene Gesetze werden verstärkt durchgesetzt. Wenn diese Gesetze jedoch nicht rechtens sind, wird die
Umsetzung dieser nicht rechten Gesetze noch verstärkt. Zum Beispiel Einschränkungen der Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit oder auch irrationale Gesetze, zum Beispiel über die Nomenklatur von Taiwan auf Websites, mit denen ausländische Unternehmen zu kämpfen hatten und so weiter. All dies wird also genutzt, um diese schlechten Gesetze noch weiter durchzusetzen. Also nur weil wir jetzt sagen, das ganze Deal der Durchsetzung von Gesetzen bedeutet es nicht, dass es gut ist, weil es kann nur gut sein, wenn die vorhandenen Gesetze auch rechtens sind. Trotz all dessen, was ich gerade gesagt habe, obwohl das Ganze ziemlich mythisch ist, ist das Sozialkreditsystem dennoch von großer Bedeutung. Und ich würde sagen, es gibt hier wirklich zwei Dichotomien. Einmal Big Brother versus Big Data. Davon hören wir immer wieder. Also der Staat, der alles sieht. Die zunehmende Bedeutung von Technologie und Daten, das sind ja wirklich globale Besorgnisse und auch in den einführenden Worten wurde dies bereits erwähnt. Dies ist nicht allein China vorenthalten. Wir ziehen oft China heran, als ob es sich dabei um Science Fiction handeln würde. Irgendwo auf der anderen Seite der Welt, zumindest aus US-amerikanischer Perspektive, ein Modell, wo wir alle unsere Ängste hinein projizieren und wo wir sehr abstrakt darüber sprechen. Aber China ist natürlich ein echter Ort und wir müssen den Unterschied feststellen zwischen unseren eigenen Sorgen rund um mögliche Allmacht der Regierung und der tatsächlichen Situation in China. Die zweite Dystopie ist China und internationale Berichterstattung. Ich würde dies als Fake News bezeichnen, weil dieses Wort ja ohnehin in aller Munde ist. Wir finden eine Situation vor, wo die Berichterstattung über Sozialkredit der Realität oftmals absolut nicht gerecht wurde, sodass gar Experten wie die heute hier Anwesenden in Frage stellen, was wir eigentlich wissen. Was wir eigentlich wissen über dieses System, aber über noch größere Fragen. Denn in der Tat ist es doch so, sowohl das Sozialkreditsystem als auch umfassendere Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel das, was in der Xinjiang-Region geschieht, bei der Weihu-Minderheit und auch bei muslimischen Minderheiten, führt dazu, dass wir immer mehr die Berichterstattung in Frage stellen. Besonders in China gibt es eine große Kontrolle der Medien und des Zugangs zu Informationen. Wenn wiederum andere Quellen falsch Bericht erstatten und die Regierungsquelle die einzige vorhandene Informationsquelle ist, stellt es in Frage, ob wir überhaupt irgendetwas wissen. Und dies hat Auswirkungen auf uns alle. Da legt man eigentlich die Hände in den Schoß und sagt, was weiß ich überhaupt? Und die Regierung hilft uns nicht wirklich dabei. Aus diesem Grund verwende ich hier das Wort Fake News. Denn jegliche Realität, die wir anzweifeln konnten, haben wir bereits angezweifelt. Ja, und ich weiß, dass ich die Zeit sicherlich bereits überzogen habe. Aber ich möchte dennoch kurz darauf zu sprechen kommen, dass China sicherlich Zugang zu wesentlich mehr Daten hat, aufgrund einer sehr großen Bevölkerung, sowie einer vollständigen Integration zahlreicher elektronischen Geräte, die Qualität dieser Daten nicht unbedingt gewährleistet ist. Mehr bedeutet nicht unbedingt gute Qualität. Vertrauenswürdige Daten müssen zunächst verarbeitet werden. Und China hat selbst zugegeben, dass sie keine vertrauenswürdigen Daten haben. Einige Unternehmendaten mögen vielleicht vertrauenswürdig sein, aber die Regierung manipuliert ständig Statistiken. Das wissen wir. Die Menge der Daten kann also durchaus irreführend sein und man darf sich auf diese nicht verlassen. Eines ist sehr interessant. China liegt sicherlich ganz an der Spitze bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz und hat auch die USA schon um einiges überholt. Aber dennoch, wenn wir über chinesische Technologie sprechen, sagen wir oft, China hat keine Innovationskapazität. Aber dennoch müssen wir sagen, China ist bereits federführend und sehr innovativ. Jedes Mal, wenn mich ein Reporter zum Thema Sozialkredit und missbräuchliche Technologien in China fragt, bitte ich ihn, EFF, Electronic Frontier Abroad und andere NGOs in den USA zu beobachten. Denn vieles, was in China geschieht,
wird eigentlich zunächst in den USA getestet. Und in den USA gibt es ganz deutliche Kanäle, um dies anzuzweifeln. Und das ist der Unterschied. In den USA weiß ich als Anwalt, wie ich eine Vorschrift vor Gericht anfechten kann. Dies ist in China jedoch nicht der Fall. Und es gibt keine NGOs wie IFF, die uns derartige Daten bereitstellen. Ich weiß, dass die anderen auch sehr viel zu sagen haben. Und ich freue mich sehr, auch über andere Bereiche der Technologie im Q&A zu sprechen. Vielen Dank. Das war ein ausgezeichneter Beginn unserer Diskussion. Ich schlage vor, dass wir jetzt zu den Fragen kommen, beziehungsweise die Fragen und die Anmerkungen sparen Sie sich bitte auf für später. Wir wollen zunächst unsere weiteren Gäste zu Wort kommen lassen. Aber zunächst ein paar kurze Fragen. Eins, zwei hier vorne. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor. Dini von Wikimedia bin ich. Und die meisten Credit Core-Systeme haben ja eine zeitliche Begrenzung. Also wenn ich gegen Regeln verstoße, wird das irgendwann alles geklärt und dann kann ich wieder von neuem anfangen. Wie ist das in China? Wird das alles erfasst, für immer aufgezeichnet? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn Sie sich die wenigen Orte anschauen, an denen es wirklich funktionierende Regelsysteme für ein Kreditsystem gibt, oder wenn Sie sich die finanziellen Ausstiegen Systeme anschauen, also alle haben zeitliche Begrenzungen. Üblicherweise 5 Jahre, teilweise 10. Und innerhalb dieses Zeitraums kann man auch beantragen, dass etwas beseitigt oder korrigiert wird. Diese Systeme sind in der Praxis großartig, aber es gibt wohl Bürokratieprobleme. Teilweise werden die Leute nicht gewarnt oder sie wollen was korrigieren, beseitigen lassen und dann geht das nicht. Aber administrative Verstöße, weswegen man auf die schwarze Liste kommt, haben eine zeitliche Begrenzung von 5 Jahren. Schon Silvia vom europäischen Datenschutz. Wir hätten gerne gewusst, ob es irgendwie Auflagen gibt für chinesische Unternehmen im Ausland, in dem Sinne, dass sie die Daten nach China zurücksenden müssen, oder ist das eher ein internes Thema? Oder vielleicht nicht so sehr ein internes Thema, aber wenn es Verbindungen zwischen den Daten gibt, zu Europa zum Beispiel oder zu Anrainerstaaten, dann wäre das ja auch interessant für uns. Danke. Das ist ein interessantes Thema für chinesische Unternehmen. Gibt es Regeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten? Die müssen zurückgeschickt und auf nationalen Speichern oder Servern gespeichert werden, sodass sie zugänglich sind. Da, wo es um persönliche Informationen von Ausländern geht oder ausländischen Staatsangehörigen oder von Staatsbürgern in den Ländern, in denen chinesische Unternehmen im Ausland tätig sind, das ist noch nicht so ganz klar. Ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen und man macht sich überall Sorgen über die schlechte Presse wegen der sozialen Kredite. Es ist unrealistisch zu glauben, dass Unternehmen nicht mindestens den Auflagen der Polizei folgen würde. Und wenn es einmal strafrechtliche Ermittlungen gibt, auch bei geringfügigeren Verbrechen, also wenn Ermittlungen einmal anlaufen, dann haben die Polizeistellen auf jeden Fall Zugang zu den Daten, auch zu den Daten aus dem Ausland. Fragen? Die Kommentare heben wir uns für später auf. Ja, vielen Dank zunächst mal. Darf jetzt die nächste Rednerin nach vorne bitten. Shasida Ahmed ist das. Sie ist PhD-Studentin an der Universität Kalifornien. Sie hat als Forscherin gearbeitet für das Citizen Lab, für das Mercator-Institut für China-Studien und für den Rat für ausländische Beziehungen, für die Asiengesellschaft und für weitere Gremien. Im akademischen Jahr 2018-2019 hat sie an der Peking-Universität gearbeitet.
im Zusammenhang mit den sozialen Kreditsystemen. Bitte schön, Sie haben das Wort. Hi, ich wollte was zu sozialen Krediten vor Ort sagen und zur technologischen Umsetzung. Wie es in meiner Einführung gesagt wird, forsche ich über die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen mit der chinesischen Regierung auf allen Ebenen, um die technologischen Infrastrukturen für das Sozialkreditsystem zu schaffen. In meinem Vortrag halte ich mich an dieselbe Struktur. In einer ersten Hälfte rede ich über die Mittel und Wege, mit denen man sich Gedanken macht über Dinge wie Datenschutz, Privatsphäre, Missbrauchmöglichkeiten. Und ich will so ein bisschen schildern, wie es um die Ethik bestellt ist in China. Und ich möchte auch verweisen auf ein paar Kontrollfunktionen. Und an zweiter Stelle gehe ich dann ein darauf, wie diese Dinge teilweise vergessen werden oder zumindest wird nicht dokumentiert, dass man diese Themen berücksichtigt. Also zunächst mal zu den Schutzmaßnahmen auf politischer Ebene. Wie Jeremy schon gesagt hat, gibt es unterschiedliche Provinzen und Städte in China, die eigene lokale Regeln erlassen. Manche sind schon umgesetzt, andere werden noch entwickelt. Teilweise sind sie ähnlich. Andere sind unterschiedlich. Shanghai ist ein Beispiel, das oft genannt wird, denn Shanghai stand hier an vorderster Front bei der Entwicklung von Regeln und einer der Artikel bedeutet, dass Informationserhebung über Personen, also Fingerabdrücke, gesundheitliche Situationen und so weiter, das ist verboten, genau so wie andere personenbezogene Informationen. Es gibt also Daten, die nicht öffentlich sind, im Vergleich zu den Marktkreditdaten, auf die ich später noch eingehe. Die kommen aus der Privatwirtschaft von Tech-Unternehmen und so weiter. In anderen Städten sieht es anders aus, aber entscheidend ist, wie wollen wir denn wissen, dass die gesammelten Daten nicht für Hochrechnungen genutzt werden? Ich habe eine solche Diskussion in China bisher leider noch nicht miterlebt. Wie Jeremy es sagte, gibt es Mechanismen für Einwände, wenn die Leute glauben, dass sie fälschlicherweise auf die schwarze Liste gesetzt worden sind. Da gibt es unterschiedliche Provinzen und Städte, die unterschiedliche Regeln dafür haben, wie man Protest einlegen kann gegen diese Auflistung. Shanghai ist eine der transparentesten Provinzen und veröffentlicht alles, was mit der Sozialkreditplattform zu tun hat. 2017 war es so, dass die Zahl der natürlichen Personen, die Korrekturen beantragt haben, das waren 739. 739 Veränderungen hat es dann angeblich auch gegeben. Wenn man das weiter... Also hier kann man davon ausgehen, es gab keine offenen Fehler mehr nach den Beschwerden oder Protesten. Shanghai gehört zu den vielen Städten, die explizit sagen, innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen, innerhalb von 5 Tagen, gibt es eine Entscheidung. Aber, und das finde ich irgendwie interessant an den Regierungen, die beschließen, diese Daten zu veröffentlichen. Es finden sich nicht allzu viele Details über die Regierungsprozesse bei den Veränderungen der Informationen. Wenn solche Beratungen verfügbar gemacht werden für die Menschen, die dies beantragen. Und hier frage ich mich, ob viele Leute überhaupt wissen, dass sie diese Option haben. Denn nur wenige Leute haben überhaupt von diesen sozialen Krediten gehört. Und darauf muss die Forschung eingehen, auf die Frage, verstehen die Leute überhaupt, dass es solche Mechanismen für sie gibt? Dann gibt es doch Schutzmaßnahmen gegen Data Tampering und Missbrauch. Das meiste, was sanktionsfähig ist, ist Missbrauch durch die Regierung. Provinzen wie Hubei und Shanghai haben Restriktionen
über die Verfälschung von Daten, auch wenn es um andere Daten geht. Hier gibt es Sanktionen in Höhe von Zehntausenden von Renminbi. Aber es gibt keine allzu große Diskussion darüber, was passiert, wenn eine Nichtregierungsstelle Zugang zu den Informationen bekommt und sie manipuliert. Und es gibt auch keine Diskussion über Sanktionen. Was interessant ist, und das findet sich in anderen Regeln, ist, dass ein Teil dieser Provinzpolitik vorsieht, wie oft man sich Zugang zu diesen Daten beschaffen kann und warum. Also es gibt unterschiedliche Debatten in China unter den Politikern, unter Rechtsexperten und auch in der Öffentlichkeit. Ich habe verschiedene Gespräche geführt und habe dabei immer wieder erfahren, dass Juristen sagen, wenn solche Artikel entwickelt werden vor einem nationalen Privacy Law oder wenn in dem Privacy Law was ganz anderes darüber steht, welche Daten erhoben werden sollten, dann stellt sich die Frage, müssen sich diese Sozialkreditsysteme ändern? Und die Rechtsexperten sind hier also konsultiert worden von der Regierung bei der Entwicklung der Systeme. Und auch bei der Entwicklung lokaler Systeme. Und es wurde immer wieder gefragt, wie sehen die Konsequenzen für die Rechtssysteme, wenn es gemeinsame Sanktionsmechanismen geben soll. Und wie es Jeremy gesagt hat, stellt sich die Frage, was bedeutet es, wenn die Befugnisse dieser Gesetze ausgeweitet werden und welche Folgen hat das für das Rechtssystem insgesamt? Die dritte Frage ist etwas, was immer mehr in den sozialen Medien in China aufgetaucht ist. Da ging es um einen Mann, der informiert wurde, dass sein Sohn jetzt doch nicht zu der Prestige-Uni darf, weil sein Vater hoch verschuldet war. Hier stellt sich also die Frage, müssen Kinder betroffen sein, wenn die Eltern auf der schwarzen Liste stehen? Und nur so erfahren die Leute von dem System, weil es hier Meinungsunterschiede gibt. Und es ist nicht ganz klar, wie die Entscheidung in der Zukunft da aussehen wird. Eine interessante Debatte über diese spezifische Frage fand sich in einem Buch, in dem die Prozesse der Stadt dokumentiert wurden, auch bei der Entwicklung der Rechtsvorschriften. Und es hieß da, wir denken da zum Beispiel an unehrliches Verhalten von Schülern oder Studenten in der Schule oder Uni. Das ist aber nicht Teil der Credit Records, weil sie noch nicht erwachsen sind, weil sie noch keinen moralischen Kompass haben, um richtig von falsch zu unterscheiden. Es gibt also Regeln für den Schutz von Minderjährigen, aber wenn man sich vorstellt, dass Kinder sanktioniert werden sollen aufgrund des Verhaltens von Eltern, also da stellt sich auch die Frage nach den vorher existierenden Gesetzen. Jetzt zu den Tech-Unternehmen. Da habe ich im Wesentlichen drüber geforscht. Ich habe gerade beschrieben, wie lokale Regulierungen Privatsphäre betreffen und so weiter und so fort. Aber Tech-Unternehmen sind ja nicht unbedingt so transparent, wenn es darum geht, deutlich zu machen, ob sie mit dem Staat in diesen Themenbereichen kooperieren oder nicht. Es gibt zum Beispiel 63 Unternehmen, die ein Memorandum of Understanding mit der Nationalen Reformkommission unterzeichnet haben. Das ist die Regierungsstelle, die ist zuständig für die Koordinierung der Privatwirtschaft und anderer Regierungsstellen bei der Entwicklung des Kreditsystems. Ich habe mir hier ein paar bekannte Tech-Unternehmen angeschaut. Die haben ein oder zwei solcher Abkommen unterzeichnet. Es gibt da diese Abkommen über Sanktionen und Anreize sehen im Grunde so aus, dass es schwarze Listen gibt, teilweise auch rote Listen. Das sind die Menschen, die sich vorbildhaft verhalten. Und die schwarze Liste wird dann abgeglichen mit Leuten, die ihre Plattform nutzen, und dann werden die Leute sanktioniert. Also nochmal zu dem Beispiel. Wenn man auf der schwarzen Liste steht, dann findet man sich auch auf anderen Listen. In der Vergangenheit war es leicht, in einem Reisebüro ein Ticket zu kaufen. Und da hat man dann erfahren, geht nicht, sie sind auf der schwarzen Liste. Solche Sanktionen müssten also ausgeweitet werden.
Und wenn solche Abkommen unterzeichnet werden, können die Leute keine Tickets mehr kaufen, keine Luxuswaren. Also ich bin keine Rechtsexpertin, ich weiß nicht, ob das Gesetz das alles abdeckt. Das wirft also die Frage auf, wie die Tech-Unternehmen sich die eigenen Sanktionen vorstellen, die nicht vom Gesetz abgedeckt sind. Und sie sind auch nicht veröffentlicht worden in diesen Unternehmen. Dann das chinesische Uber. Liefert auch Nahrungsmittel aus und so weiter. All diese Unternehmen haben Informationsaustauschabkommen unterzeichnet und es ist nicht ganz klar, ob das bedeutet, dass sie Informationen austauschen. Aber wenn sie Informationen bekommen von der Regierung, um positive oder negative Sanktionen durchzusetzen, Didi Dushin hat eine Plattform unterzeichnet bzw. eine Plattform entwickelt mit der Nationalen Reformkommission namens Xin'e. Das bedeutet Easy Credit und die werden jetzt unter anderem die rote Liste der Regierung heranziehen, um den Menschen darauf einen Preisnachlass zu gewähren, wenn sie Taxis nutzen. Diese Leute werden jetzt schneller bedient als andere. Das wird immer noch diskutiert, aber in chinesischen Medien wird darüber berichtet, dass diese Plattformen so funktionieren. Die Unternehmen legen ihre eigene Politik nicht offen. Sie sagen nicht, dass sie dies tun. Ich musste mich an die Presseveröffentlichungen der Nationalen Reformkommission halten, um das zu erfahren, denn die Unternehmen sagen es nicht. Aber die Zeremonien, bei denen diese Abkommen unterzeichnet werden, sehen so aus, dass man hier von sozialer Verantwortung redet, damit Gesetzesbrecher nicht ungeschoren davonkommen, wenn sie solche Plattformen nutzen. Das sagen CEOs, wenn sie diese Abkommen unterzeichnen, die sagen, die Datenkapazitäten sollen zu mehr Vertrauenswürdigkeit sorgen. Und es ist auch immer wieder die Rede von Szenarios, sind also Situationen, in denen die Leute mit einem guten Kreditrating, wie wir vorhin gehört haben, das ist also nicht unbedingt ein genauer Indikator für Kreditwürdigkeit, sondern man kann dann zum Beispiel ein Fahrrad mieten, ohne eine Kaution zu hinterlegen, oder man bekommt Preisnachlässe, wird schneller ins Krankenhaus aufgenommen und so weiter. Das sind also Anreize und deswegen wollen die Leute Zugang zu diesen Dienstleistungen. Der Mitbegründer von G4N sagt, auch ein gutes Kreditsystem ist nicht nur die Verantwortung der Regierung, sondern aller Branchen, insbesondere bei plattformbasierten Internetfirmen. Solche Unternehmen sagen immer wieder, sie verhalten sich verantwortungsbewusst, wenn sie mit der Regierung kooperieren. Das hier ist eine Seite das ist eine Regierungsseite, da werden Informationen erhoben und gesammelt über Sozialkredite, jüngste Entwicklungen und so weiter. Interessant daran ist, dass sie Informationen nachschauen können im Zusammenhang mit den persönlichen Krediten. Hier gibt es auch eine Verbindung zur chinesischen Zentralbank. Und es gibt auch Links zu den Unternehmen, die keine Lizenz bekommen haben, ihre Produkte als Kreditsysteme zu verkaufen. Der Staat sagt damit, wir berücksichtigen diese Unternehmen, aber wir müssen das irgendwie in einen Rahmen geben, was die tun. Wir müssen die auch in die Pflicht nehmen können. Das sind Informationen, die zu tun haben mit persönlichen Kreditinformationen. Und genau darunter finden sich zwei Beispiele für stadtbasierte Kreditsysteme. Jeremy sprach ja von der Bildungskomponente, wo es ein digitales Scoring gibt. Interessant ist, dass nur zwei auf dieser offiziellen Website sind, die man sich anschauen kann. Und damit komme ich dann auch zu dem letzten Bereich der öffentlich-privaten Zusammenarbeit, wo es eine technologische Komponente gibt. Inzwischen redet man immer mehr von Kreditstätten. Und das Score-Rating kann da bestimmen, welche Dienste man bekommt, welche Zugänge man bekommt zu einer Wohnung, zu einem Haus, zu Büroräumlichkeiten, zu einem Krankenhaus und so weiter. Das sind experimentelle Kooperationen zwischen Regierungsstellen und Tech-Unternehmen.
Suzhou ist eine Stadt in Südchina, die eine Partnerschaft finanzieller Art seit 2015 hat. Und da ist ein lokales Scoring-System entwickelt worden. Man kann bis zu 200 Punkte bekommen. Wenn man auf einer schwarzen Liste ist, hat man weniger Punkte. Wenn man Blut spendet oder freiwillig arbeitet, hat man mehr Punkte. Diese Punkte kann man sich anschauen auf einer Website mit einer App und so weiter. Aber bisher wissen die wenigsten Leute davon, denn es hat im Grunde keine Folgen. Es wird nicht genutzt für Bewerbungen an einem Arbeitsplatz oder auf der Uni. Die Sanktionen scheinen einfach keinen Zugang zu den Preisen zu haben. Auf der schwarzen Liste zu sein, ist ja schon Sanktionen genug. Die Preise sehen so aus, dass man zum Beispiel ohne Kaution in der Bücherei ein Buch ausleihen kann. Ein paar Drittunternehmen nutzen diese Punkte auch, um Anreize zu bieten, damit die Leute sich mehr Gedanken machen über ihre Punkte. Aber diese Punkte werden genutzt für Dinge, die im tagtäglichen Leben wichtiger sind. Bisher sind das aber nur Experimente, die deutlich machen sollen, dass die Städte sich über dieses System ein paar Gedanken gemacht haben. In einem Fall habe ich festgestellt, dass in einer Umfrage die Leute nach ihrer Meinung gefragt wurden, mit einer Uni war daran beteiligt. Es wurde nicht gesagt, wie viele befragt wurden, aber mehr als die Hälfte der Antworten sahen so aus, dass positive und negative Sanktionen es geben sollte in diesen Kreditstätten, aber en Detail sieht das dann noch ein bisschen anders aus. Nur ein Drittel der Befragten halten eine Veröffentlichung für gut. Schwarze Listen fanden sich traditionell in Zeitungen. Da fand sich dann nur die ID-Nummer, das begangene Vergehen und so weiter. Aber jetzt, wo alle Apps haben, nutzt man diese schwarzen Listen auch immer mehr als Werbemöglichkeit, um Leute ins Visier zu nehmen. Weniger als ein Drittel finden Kreditinformationsaustauschmöglichkeiten gut. Und wenn wir unterscheiden, Markt ist ein weit gefasster Begriff. Wenn die Leute sagen doch immer, das sind Dinge, die man online kauft. Eine solche Definition wird natürlich immer mehr ausgeweitet und weniger als ein Drittel unterstützt die Netze und ähnliche Plattformen. Diese Websites, diese Apps sind für mich wichtig, weil damit die Daten der Menschen auf verschiedenen Plattformen verbunden wird. Geht es um Vertrauenswürdigkeit oder nicht? Interessant ist, dass ein paar dieser Ergebnisse suggerieren, dass ein paar Leute sich vielleicht Sorgen machen über ihre Privatsphäre. Aber die Politiker haben andere Sorgen. Die machen sich Sorgen um die Qualität der Daten, ob die Umsetzung der Politik ausreicht, wenn Regierungen Daten austauschen mit anderen Stellen. Die machen sich also nicht wirklich Gedanken über solche Fragen. Zum Schluss noch ein paar Dinge, wo die Politik noch nicht am Ende ist. Diese schwarzen Listen, die gemeinsamen Preise und Sanktionen, die sollen ja dem Gesetz Zähne verleihen. Das sagen die Rechtsexperten. Ich glaube nicht, dass die Natur der öffentlich-privaten Partnerschaft sich so sehr ändern wird. Aber vielleicht doch, die öffentlich-private Zusammenarbeit betrifft nicht die Generation von neuen Daten, sondern die Generation von Daten, die es für andere Zwecke sowieso schon gibt, in Regierungsstellen und in Tech-Unternehmen. Definitionen von Kontrolle sind sehr unterschiedlich, aber offensichtlich werden Gesichtserkennungsdaten überall gesammelt. Das sind also neue Daten. Die werden innerhalb dieses Systems bisher nach meinem Wissen nicht gesammelt. Tech-Unternehmen legen nicht wirklich offen, welche Partnerschaften sie mit einem Staat unterhalten. Ich weiß nicht, ob sich das ändern wird, aber es ist etwas, das genau überwacht werden muss. Denn auf der einen Seite sagen die Tech-Unternehmen, wir machen sozial verantwortliche Dinge, aber auf der anderen Seite erklären sie nicht wirklich, wie es ihre
Dienstleistungen betrifft, die so viele Chinesen tagtäglich nutzen. Zu guter Letzt möchte ich noch gerne betonen, das System steckt noch in den Kinderschuhen, ist noch hochflexibel. Es wird vermarktet als Allheilmittel für Marktprobleme, Sozialprobleme, wird aber nur ein paar lösen. Nahrungsmittelsicherheit ist was ganz anderes als Korruption in großen Unternehmen, ist was ganz anderes als Umweltverschmutzung. Und ich glaube, im Laufe der Zeit müssen die Politiker sich genau anschauen, welche Probleme durch dieses System gelöst werden können, welche nicht. Und es wird interessant sein zu sehen, was entwickelt werden wird in den Fällen, wo dieses System nicht greift. Ja, zwei Fragen. Erste Frage. Sie haben sich auf die Möglichkeit bezogen, nationale Gesetze zum Schutz der Privatsphäre zu haben. Ist das etwas, was ansteht, oder haben Sie Berichte gelesen? Haben Sie das in den Nachrichten gehört, dass etwas derartiges ansteht zum nationalen Gesetz dieser Art? Können Sie dazu mehr sagen? Dann zweitens, Sie haben auf ein Buch verwiesen. Wo die spezifischen Bestimmungen für Shanghai erstellt wurden. Und da haben Sie etwas zitiert, das ähnelt den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung sehr stark, was den Umgang mit sensiblen Daten betrifft. Deshalb überlege ich, ob es da einen gewissen Einfluss gegeben hat. Hat Sie sich das genau angeschaut in dieser Hinsicht? As for the question about ja, zur Frage nach den nationalen Gesetzen. Ich denke, das steht auf der legislativen Tagesordnung. Ich bin nicht sicher, bis wann das folgen soll. Aber ja, gut, dann zweite Frage, das Buch. In diesem konkreten Buch von Lui Peixin, der mit der Gemeinderat von Shanghai arbeitet, also da geht es um Schutz der Privatsphäre von Informationen. Also er bezieht sich da auf verschiedene Dokumente, aber es gibt dort ein strenges Interesse auch an der GDPR in China. Also, und wenn ich zu Konferenzen gehe, also wenn es da um GDPR geht, da sehe ich doch, dass sehr viele inzwischen versuchen, da die Schaubilder abzufotografieren. Also man interessiert sich immer mehr auch für die GDPR, für das im Zusammenhang mit chinesischen Gesetzen. There is talk of a national. Ja. Man spricht ja von einem nationalen Gesetz zum Schutz der Privatsphäre, aber wir wissen nicht, wann das ansteht. Andererseits, also es gibt ja schon im bestehenden Recht sehr viele Bestimmungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen und vom Schutz der Privatsphäre. Aber wenn Regierungsinspektoren oder die Polizei, also die versuchen, die Vertraulichkeit dieser Informationen auch zu wahren. Also Schutz der Privatsphäre ja immer Schutz vor gegen wen? Dann Schutz der Privatsphäre im Internet, also zusätzlich zu Einschränkungen beim Sammeln von Sozialkreditinformationen, also Artikel 14, der stammt von früheren Regeln, also das Erheben von Informationen durch die Regierung. Da sind Standards jetzt festgelegt worden für persönliche Informationen im Internet. Und China hat zwei Arten von Normen, von Standards. Einerseits unverbindliche und andererseits verbindliche Standards. Die finden Sie jetzt auch online. Es gibt verschiedene ausländische NROs, die diese auch prüfen und analysieren. China schaut sich natürlich immer wieder im Ausland um nach Modellen zu suchen, und das wird dann dementsprechend abgeändert, dass es dem nationalen Bild auch entspricht, aber ausländische Modelle spielen eine Rolle. Herzlichen Dank. Gibt es sonst noch Fragen? Das ist nicht der Fall, aber dann ganz herzlichen Dank, dass Sie jetzt etwas gesagt haben hier noch einmal. Dann haben wir als nächsten Redner Lukas Antoine. Er ist Forschungsassistent an der Freien Universität Berlin. Seit 2017 arbeitet er mit Professor Genia Koska an verschiedenen Aspekten des Sozialkreditsystems. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Okay.
So, in addition to Herzlichen Dank. Ja, Zusatz zu dem, was Sie bereits gehört haben von den zwei Vorrednern, werde ich etwas sagen zur Reaktion der Öffentlichkeit auf das Sozialkreditsystem oder auf die Sozialkreditsysteme. Zunächst einmal werde ich den Stand der Dinge kurz schildern, werde es aber kurz halten, wir haben ja schon sehr viel gehört. Und zweitens werde ich einige der Hauptergebnisse einer Studie beleuchten, die wir in China zu Anfang des Jahres durchgeführt haben und haben uns dabei insbesondere auf die Wahrnehmung der Menschen dieses Systems konzentriert. Wir haben es bereits gehört. Es gibt ja die Regierungspläne aus dem Jahr 2014 schon, dass man insgesamt einen Grundrahmen schaffen wollte für staatliche Sozialkreditsysteme bis zum Jahr 2020. Der Grundgedanke lautete, dass man eine Kreditbewertung haben wollte für Einzelpersonen, aber auch für staatliche Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen. Und da wollte man spezifische Governance-Themen lösen, zum Beispiel die Durchsetzung von Gerichtsurteilen, Förderung von einem bestimmten moralischen Verhalten. Das haben wir ja schon alles eben erwähnt. Es gibt einige mögliche digitale Bestandteile in diesem Zusammenhang. Das könnte man in drei Gruppen zusammenfassen. Erstens, also das Aufzeichnen von Informationen, dass man digitale Technologien nutzt, um bestehende Daten zu erheben und zusammenzuführen. Auch dann Videokameras und Überwachung im Internet. Dann zweitens Identifikation und Aufspüren, Tracking. Also man liest ja schon sehr viel über Gesichtserkennungstechnologie. Das gilt jetzt aber nicht nur für China. Das ist weltweit inzwischen der Fall, dass Regierungen versuchen, diese Technologien zu haben. Und dann geht es auch noch um analytische Maßnahmen, Datenanalyse, zum Beispiel Algorithmen, um gesammelte Informationen in Wissen zu verwandeln. Also man hat festgestellt, dass man im Augenblick noch sehr wenig weiß darüber, wie die Systeme zurzeit funktionieren. Man stellt fest, dass es immer mehr Bits gibt, aber Jeremy Dorm hat es bereits gesagt, man wird dann doch wieder verwirrt, wenn man andere Artikel liest, die dann vielleicht etwas ganz anderes sagen. Wie ist der Stand der Dinge? Ich werde das nicht ausführlich benennen, wir haben ja schon viel davon gehört heute. Wir müssen differenzieren zwischen zwei unterschiedlichen Systemen. Erstens haben wir die Pilotsysteme, die von der Regierung durchgeführt werden. Die gibt es inzwischen in 43 Städten. Das sind eher analoge als digitale Systeme. Da muss man sich vorstellen, dass es in den meisten Städten doch eher Informationen auf Papier gibt als eine große digitale Datenbank. Und das Ganze ist eher so eine Schwarz-Weiß-Malerei bzw. schwarz-rote. Also man ist auf einer schwarzen oder roten Liste, aber man hat da nicht unbedingt eine detaillierte Bewertung. Dann ein zweiter Punkt, das sind die finanziellen Sozialkreditpilotsysteme. Die sind sehr unterschiedlich, also auch was wir vorher gehört haben, dass die Privatunternehmen am Anfang Lizenzen bekommen haben, um ihre Finanzsysteme auszubauen, aber dann sind sie wesentlich in ihren Geschäftsinteressen nachgegangen, deshalb wurden die Lizenzen wieder zurückgenommen. Dennoch gibt es diese Systeme und wir haben das auch schon vorher gehört, wir wissen nicht, wie viele Informationen wirklich mit staatlichen Stellen ausgetauscht werden. Wir haben deshalb diese Systeme ebenfalls bei unserer Studie berücksichtigt, um herauszufinden, wie die Menschen diese Systeme wahrnehmen. Und wir haben jetzt
gemeinsam mit Genia Koska oder unter der Federführung von Genia Folgendes getan. Wir haben eine Online-Erhebung durchgeführt durch Handy, Apps und auch Desktops. Teilnehmer wurden ausgewählt aus 350.000 Nutzern, die unterschiedliche Apps verwenden. Also die Erhebung wurde auf diesen Apps und auf bestimmten mobilen Webseiten durchgeführt und wir haben das an 2209 Bürger geschickt. Die Ergebnisse sind doch sehr repräsentativ für die Bevölkerung in China, die Zugang zum Internet hat. Wir haben dann auch 20 halbstrukturierte Interviews durchgeführt in Peking, Shanghai und einige am Telefon, um eben die Ergebnisse der Untersuchung noch genauer zu verstehen. Also wenn man quantifizierte Erhebungen durchführt, dann versteht man nicht immer unbedingt genau, was diese Ergebnisse bedeuten. Um da also noch weitere Aufschlüsse zu bekommen, haben wir diese Interviews geführt, die eben qualitativ gesehen sehr nützlich waren. Man kann Folgendes feststellen. Wenn man sich anschaut, was die Menschen gesagt haben, darüber, welches System sie verwenden, da haben sehr viele gesagt, dass sie sich an den kommerziellen Kreditsystemen beteiligen würden, also zum Beispiel Sesame Credit, das ist das bekannteste System. Bei den Regierungssystemen, da haben nur 7% der Menschen gesagt, dass sie an einem staatlichen Pilotprojekt teilnehmen würden. Das war sehr interessant, denn wir haben vorher ja gehört, dass sehr viele Menschen nicht wirklich sich darüber im Klaren sind, dass sie in einer Pilotstadt leben. Und wenn wir dann erfahren haben, wo die Menschen leben und mit unserer Liste der Pilotstädte, dann stellen wir fest, dass doch 43% der Befragten in einer Pilotstadt leben. Aber sehr viele wussten gar nicht darüber Bescheid, also waren sich der Tatsache nicht bewusst. Das ist auch ein Hinweis dafür, dass die staatlichen Sozialkreditsysteme noch nicht so fortgeschritten sind, wie man das häufig sagt. Dann haben wir die Menschen gefragt, was halten Sie denn insgesamt von diesen Sozialkreditsystemen? Insgesamt stellt man fest, dass die meisten Bürger den Gedanken unterstützen, ein Sozialkreditsystem zu haben oder sogar stark befürworten. Und als wir dann detaillierter nachgefragt haben, zum Beispiel, welche Organisationen am verantwortungsbewussten mit personenbezogenen Daten umgehen würden, da haben die meisten Befragten gesagt, das sei der Fall bei der Zentralregierung. Wir haben das auch schon vorher gehört. Man hat bei Privatunternehmen eher den Eindruck, dass sie ihren eigenen geschäftlichen Interessen nachgehen. Aber man scheint gegenüber der Regierung Vertrauen zu haben. Und das wird auch deutlich als eine weitere Frage gestellt wurde. Wir haben nämlich gefragt, wie wäre es, wenn man ein nationales Kreditsystem einführen würde? Wer sollte dafür zuständig sein? Und viel mehr Menschen trauen der Zentralregierung, also mehr der Zentralregierung als der lokalen Regierung. Das ist ganz interessant, denn eigentlich ist es zurzeit so, dass eher die Kommunen die Pilotprojekte betreiben. Wenn man sich dann einmal die Demografie anschaut, dann stellt man fest, dass die Zustimmungsquote am höchsten ist unter den reicheren und besser ausgebildeten Bürgern. Das ist eigentlich etwas, was nicht unmittelbar einleuchtet. Normalerweise würde man denken, wenn man Vertreter der Mittelschicht ist und wenn einem das Geld und das Einkommen gar nicht mehr so wichtig ist, weil es keine Sorgen bereitet, dann könnte man sich dann auch um die Privatsphäre mehr kümmern. Aber wenn man versucht, die Zustimmungsrate zu erklären, dann es geht eigentlich immer um die Vorteile. Diejenigen, die reicher sind, die am besten ausgebildet sind, die profitieren am stärksten von diesem System. Und wenn man von etwas
profitiert, dann kann man das natürlich auch leichter gutheißen. Gerade in städtischen Gebieten hat man leichteren Zugang zu den Vorteilen. Also zum Beispiel gemeinsame Fahrraddienstleistungen, wir haben das eben schon gehört, andere Reisebeispiele, wohingegen man in ländlichen Gebieten gar keinen Zugang hat zu derartigen Vorteilen, selbst wenn man vielleicht dafür in Anspruch käme. Und es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen. Also die Bürger betrachten das Sozialkreditsystem nicht als Überwachungsinstrument, sondern als ein Instrument, um institutionelle und Regulierungslücken zu überwinden. Sie denken auch, dass derartige Systeme die Rechenschaftspflicht von Unternehmen und Einzelpersonen verbessern könnten, dass diese Systeme auch sicherstellen, dass Unternehmen sich an Vorschriften halten und dass insgesamt die Lebensqualität dadurch verbessert wird. Und es gibt auch dieses Bedürfnis, dass man noch eine zusätzliche vertrauenswürdige Informationsquelle hat in China, denn Themen wie Lebensmittelskandale, Betrugsfälle im Internet oder Verschmutzung, das sind Vorfälle, die sehr häufig sich ereignen. Und die Menschen denken, dass wenn man ein anderes System hätte, dass dadurch die Probleme gelöst werden könnten. Außerdem gibt es den Gedanken, dass ein Überwachungsinstrument nicht unbedingt notwendig ist. Denn die Bürger vertreten die Auffassung, dass das Nationale Sicherheitsbüro andere Kontrollmöglichkeiten hat. Das haben wir vorher schon gehört. Es gibt schon sehr viele Daten, die erhoben werden, die gespeichert werden, sehr viele Privatdaten der Bürger. Weshalb sollte deshalb die Regierung noch versuchen, ein neues System zu haben, wenn sie die Daten sowieso schon haben? Dann haben wir uns einen weiteren Bereich noch angeschaut, nämlich was geht zurzeit vor sich? Also haben die Systeme schon zu einer Verhaltensänderung bei den Menschen geführt? Ich fand das sehr interessant. Bei einer derartigen Erhebung kann man eigentlich nur über das gemeldete Verhalten sprechen. Wir können also nicht über das sogenannte Nudging sprechen, weil die Menschen sowieso nicht wissen, ob sie ihr Verhalten geändert haben. Aber wenn jetzt die Menschen fragen, ja, haben sie ihr Verhalten geändert, um eine bessere Bewertung bei Social Credit zu bekommen? Da haben viele gesagt, ja. Also die große Mehrheit bei allen Gruppen, also es war wirklich eine große Mehrheit. Und am Schluss haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie die Menschen ihr Verhalten einschätzen, ob sie selbst denken, dass sie ihr Verhalten geändert haben. Wir sprechen jetzt hier nur von Menschen, die gesagt haben, dass sie Teil eines Sozialkreditsystems sind. Man kann sein Verhalten ja nur dann bewusst ändern, wenn man Teil eines Systems ist. Aber es scheint so zu sein, dass dieses Sozialkreditsystem eher durch Anreize als durch Strafen funktioniert. Die Menschen denken, dass sie ihr Verhalten ändern würden, um eben ihre Bewertung zum Positiven hin zu verändern. Und dann haben wir uns das genau angeschaut, welche Verhaltensweisen haben sich geändert bei den Menschen. Und dann sieht man jetzt hier eine Differenzierung. Diejenigen, die reine Finanznutzer sind, bedenken, dass ihre Antworten sich auf ein System wie zum Beispiel Sesame beziehen. Und in der rechten Spalte, da geht es um die staatlichen Systeme. Und da stellt man fest, dass diejenigen, die sich an den Finanzsystemen beteiligen, häufig sagen, dass sie ihr Einkaufsverhalten geändert haben und dass sie jetzt für Alltagsgeschäfte die App auf ihren Handys verwenden. Das macht ja auch Sinn, wenn man eben weiß, dass das Bewertungsergebnis durch derartige Parameter beeinflusst wird. Bei den Regierungssystemen haben sie gesagt, dass sie sich freiwillig gemeldet haben und dass sie Geld auch gespendet haben. Das ist etwas anderes als bei den Finanznutzern. Und wenn wir uns einmal anschauen, diejenigen, die gesagt haben, dass sie Verhalten jetzt geändert haben, also unterdrückt haben, abgestellt haben, dann gibt es hier zwei interessante Punkte. Die Finanznutzer haben gesagt, dass sie jetzt online andere Inhalte miteinander teilen. Das könnte in die Richtung einer Art Selbstzensur gehen. Und andere
haben gesagt, also ungefähr 16% der Befragten haben gesagt, dass sie bestimmten Menschen in den sozialen Medien ihre Freundschaft entzogen haben. Also es ist schon eine Debatte, ob der Freundeskreis sich dadurch ändert. Also es kann schon sein, dass die Menschen aufgrund von bestimmten Gerüchten einfach ihren Freundeskreis ändern. Dann im staatlichen Bereich, da haben ganz, ganz viele Leute gesagt, dass sie sich an Verkehrsregeln jetzt halten. Das ist natürlich auch sehr interessant. Das knüpft wieder an das Argument, dass es vorher keine wirkliche Durchsetzung von Vorschriften gegeben hat und das Kreditsystem kann daran etwas ändern. Wir wissen jetzt nicht sehr viel darüber, wie groß diese Verhaltensänderungen waren. Denn wir haben einfach nur gefragt, haben Sie je Ihr Verhalten geändert? Je, das kann auch sein, haben Sie einmal Ihr Verhalten geändert? Wir wollten das Ganze auch noch quantifizieren und haben uns deshalb angeschaut, in wie vielen Bereichen die Menschen gesagt haben, dass sie ihr Verhalten ändern würden. Und da sieht man hier doch eine sehr begrenzte Bandbreite nur von Verhaltensänderungen. Die Menschen haben gesagt, dass sie in einigen Bereichen was geändert haben, aber nicht in sehr vielen Bereichen. Deshalb haben wir nicht sehr viele Informationen, zumindest zurzeit noch nicht, darüber, wie groß die Verhaltensänderungen sind. Wie können wir die Antworten der Bürger erklären? Bis jetzt haben wir ja nur gemeldete Verhaltensänderungen, also das, was die Menschen selbst über sich berichtet haben. Und das Ganze ist sehr beschränkt. Es gibt nur sehr wenige Bereiche. Ich habe das eben schon gesagt, verändertes Verhalten, Einkaufsverhalten, mehr elektronische Zahlung, auch Verhalten im Internet, bei dem Online-Posting. Und es scheint eher so zu sein, dass die Bürger sich beeinflussen lassen durch positive Anreize. Die strafenden Elemente werden nur selten eingesetzt. Also man kann sogar darüber diskutieren, ob es das überhaupt gibt bei den Finanzsystemen. Es wurde vorher ja schon gesagt, dass das auch vielleicht eine Frage des Blickwinkels ist. Aber, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, viele Bürger sind sich der Tatsache gar nicht bewusst, dass sie ihr Verhalten geändert haben, beziehungsweise möchten nicht darüber berichten. Also allein aus der Studie kann man keine stichhaltigen Schlussfolgerungen ziehen. Dadurch ergeben sich eher neue Fragen, denen man weiter nachgehen muss. Und dann gibt es auch noch die Frage der Wirksamkeit. Wirksamkeit, das ist ein Wort, das ich hier aus der Sicht der Regierung verwende. Die Frage ist eben, ob Sozialkreditsysteme wirklich die richtigen Menschen erreichen. Wenn wir sehen, dass die reicheren, besser ausgebildeten Menschen ihr Verhalten ändern und demzufolge auch vom System profitieren, dann stellt sich doch die Frage, ob diejenigen, bei denen man eigentlich eine Verhaltensänderung sich wünscht, ob die wirklich erreicht werden. Deshalb die Frage, führt das Sozialkreditsystem wirklich dazu, dass die Menschen sich eher an die Vorschriften halten? Und man sollte vielleicht auch die Frage stellen, weshalb die Regierung einen derartigen Ansatz wählt und sich nicht eher auf Bildung und Erziehung konzentriert oder mehr auf eine bessere Durchsetzung der Vorschriften. Außerdem muss man auch sich klar machen, wie die allgemeine Zustimmung sich entwickeln kann. Im Augenblick scheint die Wahrnehmung vorzuherrschen, dass das System fair und gut ist. Aber wie sieht das aus, falls es zu mehr Sanktionen kommt? Finden die Menschen das System dann immer noch gut oder weniger? Und um einige Schlussfolgerungen zu ziehen, die Auswirkungen für China. Wir haben das eben schon angesprochen, also das ist ja auch ein Grund, weshalb wir uns heute hier treffen. Es gibt allgemein Sorge, dass der Raum für die Zivilgesellschaft und die Redefreiheit immer kleiner wird. Und dieses Sozialkreditsystem spielt ja auch eine Rolle. Wir wissen nämlich gar nicht, wie weit das gehen kann. Dann ein zweiter Punkt. Es werden Riesenmengen von Daten erhoben. Das kann sich auch auf ausländische Unternehmen und Personen in China auswirken. Es ist schwer zu sagen, wie sich alles entwickeln wird, aber das Ganze wird sich wahrscheinlich nicht
nur auf chinesische Unternehmen beschränken. Und dann gibt es natürlich auch diese Angst, diese Befürchtung. Also China hat ist so eine Art natürliches Labor. So liest man das in Medienberichten. Aber man schaut sich eben an, wie verwendet ein Land seine Big Data und die künstliche Intelligenz für seine Regierungsführung. Das wissen wir zurzeit noch nicht, das werden wir noch sehen. Welche weltweiten Aspekte ergeben sich dadurch? Man sollte die Frage stellen, ob das Ganze ausgeweitet werden kann. Chinesische Firmen exportieren ja jetzt schon sehr stark Technologien, die eingesetzt werden können, um Bürger weltweit zu überwachen. Wir haben vor einigen Wochen erfahren, dass ZTE eine Handy-App entwickelt für einen neuen elektronischen Personalausweis in Venezuela. Oder die malaysische Polizei hat die chinesische Technologie zur Gesichtserkennung eingesetzt. Und chinesische Unternehmen investieren stark in elektronische Zahlungsmittelsysteme im Ausland, zum Beispiel in Südostasien, gerade auch Indonesien. Wir haben auch schon gehört, dass Alibaba ein System in China hat. Weshalb sollten sie das dann nicht auch exportieren in andere Staaten? Das muss man ebenfalls im Auge behalten. Was kann man jetzt festhalten? Erstens, zurzeit gibt es noch kein einziges Sozialkreditsystem. Also das Sozialkreditsystem gibt es noch nicht. Zweitens, die Menschen finden den jetzigen Status gut und halten das System eher als für ein Instrument, um institutionelle und regulatorische Defizite zu überwinden. Dann drittens, die Bürger haben bereits ihr Verhalten geändert, aber weil wir nur wenige Informationen haben und weil die jetzigen Systeme doch sehr undurchsichtig sind, ist es sehr schwer, zukünftige Entwicklungen vorherzusagen. Gerade auch deshalb, weil wir nicht wissen, wie die digitalen Technologien hier berücksichtigt werden müssen. Obwohl die digitalen Technologien sicherlich wesentlich sind, wenn man das System im großen Stile anwenden möchte. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Herzlichen Dank. So, questions. Ja, vielen Dank. Fragen bitte. Verzeihung. Ja, ich muss mich erneut zu Wort melden. Das ist eine Frage aus Neugier. Und wenn ich mich täusche und das wiederhole, was wir oft über China hören, teilen Sie mir das bitte mit. Man hört oft, dass die Leute denken, die Zentralregierung soll das machen und dass das sehr positiv aufgenommen wird und dass die Leute auch ihr Benehmen ändern. Und Sie haben ja auch den immer mehr schwindenden Raum für freie Meinungsäußerung angesprochen. Wenn das nicht stimmt und das lediglich dem entspricht, was wir immer nur über China so hören, dann teilen Sie mir das bitte mit. Haben Sie bei der Entwicklung Ihrer Hypothese eigentlich eine andere Antwort oder andere Reaktion erwartet? Glauben die Leute das wirklich oder müssen sie das glauben? Werden sie gezwungen, so zu antworten, dass es ein positives Licht wirft auf das System, anstatt sich kritisch zu äußern? Wie sind Sie in Ihrer Umfrage damit umgegangen? Gab es denn in Ihrer Umfrage überhaupt die Möglichkeit für diejenigen, die geantwortet haben, zu sagen, wir sind absolut gegen das System? Nur aus Neugier. Vielen Dank. Ja, also aus der Umfrage alleine lässt sich nicht schließen, warum Leute so geantwortet haben, wie sie geantwortet haben. Nach Erhalt der Umfrageergebnisse waren wir ziemlich überrascht. Aber man kann diese Schlussfolgerungen natürlich nicht hundertprozentig ziehen. Es stellt sich stets die Frage, ob die Leute sich wirklich wohlfühlen, dabei ihre eigene Meinung zu äußern. Ja, die Umfrage war anonym, aber wir wissen, IP-Adressen können auch zurückverfolgt werden. Wir hatten ja auch qualitative Interviews. Das war sehr interessant. Diese gingen in eine ähnliche Richtung. Die Bürger haben sich sehr positiv zu dem System geäußert.
Denn man würde eigentlich denken, dass im persönlichen Gespräch Leute weniger Angst haben, dass ihre Aussagen nachverfolgt werden. Diesen Gesprächen konnten wir entnehmen, dass die Einstellung gegenüber dem System sehr positiv ausfiel und dass Leute weniger besorgt waren über Privatsphäre oder freie Meinungsäußerung. Ich hoffe, das konnte Ihre Frage beantworten. Ja, dann noch eine Nachfrage. Diese richtet sich nicht nur an Sie, sondern auch an die anderen Vortragenden. Könnte dies ein kultureller Aspekt sein? Das ist jetzt eher persönlich, also das entspricht meiner Meinung. Aber ich habe das Gefühl, dass Privatsphäre in diesem Kulturkreis weniger von Bedeutung ist. Also haben Sie das Gefühl, dass in diesem Kulturkreis, insbesondere wenn etwas von der Regierung umgesetzt wird, die Tendenz eher dazu besteht, eine positive Meinung dazu zu äußern? Ich habe das Gefühl, dass dies eher eine kulturelle Perspektive widerspiegelt. Ja, aber vielleicht können die anderen auch noch sich dazu äußern. Ja, ich bin eigentlich immer dagegen, dass man versucht, Dinge durch kulturelle Tendenzen zu erklären, denn ich denke, Menschen sind Menschen und Menschen bewegt dasselbe. Nun Sesame Credit. Sesame Credit wurde ja einmal von der Regierung abgestraft, da sie eine automatische Standard-Opt-in oder Opt-out-Option hatten, wo man einfach anklicken konnte, ob man teilnehmen möchte oder nicht. Und dafür wurden sie dann abgestraft. Was nun die Umfragedaten angeht, so denke ich, gibt es einige interessante Aspekte zu beleuchten. Erstens Sozialkredit und die Gefahren eines Punktebewertungssystems. Wenn wir Umfragedaten studieren, egal wie gut sie umgesetzt wurden, wenn wir Zahlen sehen, gehen wir immer davon aus, dass die Wahrheit dahinter steckt. Aber wenn wir jetzt mal andere Zahlen ansehen, darunter auch Finanzrating von den Vereinigten Staaten, da interpretieren wir immer sehr viel Bedeutung mit rein. Aber was ich eigentlich sagen möchte zu Sozialkredit und zur öffentlichen Meinung in China. Der Großteil der Menschen in China hat noch nie davon gehört und ich denke, Ihre Umfrage spiegelt dies auch wieder. Ich habe mich jetzt schon seit 2 Jahren damit beschäftigt und ich habe sehr viel Zeit damit zugebracht, Chinesen zum Sozialkreditsystem zu befragen. Selbst Rechtsexperten an der Universität von China, an der ich tätig bin, habe ich gefragt und die haben oft von mir das erste Mal davon gehört. Die westlichen Medien haben sich wesentlich mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und dann die Übersetzung der Phrase Sozialkredit ist wirklich eine akkurate Übersetzung. Dennoch, die Wörter könnten auch andere Dinge bedeuten. Eine mögliche Übersetzung könnte auch öffentliches Vertrauen sein. Und wenn man jetzt eine Umfrage durchführt und fragt, was denken Sie denn über das System des öffentlichen Vertrauens? Da denke ich, es ist schwer, Leute zu finden, die sagen, also öffentliches Vertrauen soll es gar nicht geben. Das ist also ein Problem, das Format einer Umfrage. Ein weiteres Problem ist, dass Menschen in China weniger daran gewöhnt sind, Umfragen zu beantworten. Und es gibt auch weniger Gesetze darüber, wer Umfragen durchführen kann und wann. Das heißt, Leute fühlen sich möglicherweise unwohl, wenn sie eine Umfrage beantworten müssen. Gibt es noch weitere Fragen, Anmerkungen hierzu? Verzeihung, das Mikrofon des Redners ist ausgefallen. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Vortragenden. Er ist tätig an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Bertram Lang, bitte. Okay, thank you very much. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich sowohl für die Organisation dieser Konferenz und natürlich auch für die Einladung. Ich möchte nun gerne dort beginnen, wo Lukas gerade aufgehört hat, und zwar mit den internationalen Auswirkungen des Sozialkreditratings. Ich habe meinen Titel geändert und werde nun also nicht über das Sozialkreditsystem sprechen, denn ich denke, die vorhergehenden Vortragenden hatten recht, wenn sie gesagt haben, dass heute ganz unterschiedliche Dinge laufen.
Und die Frage stellt sich nun, ob dies irgendwann mal unter ein einheitliches soziales Kreditsystem gestellt werden wird. Ich werde nun über Kreditrating und Kreditbewertungen in China sprechen. Also, zunächst stelle ich eine allgemeine Frage zu Beginn meiner Präsentation. Welche potenziellen und bereits stattfindenden internationalen Auswirkungen gibt es und inwiefern kann das staatlich geführte Sozialkreditsystem verwässert werden und welche privaten Kreditrating-Systeme gibt es in China? Ich möchte meine Präsentation in drei Teile gliedern, verzeihen. Zunächst möchte ich gerne internationale Verweise erwähnen, die bereits im Sozialkreditsystem vorhanden sind, gemäß des Regierungspolicy-Dokuments. Zweitens, vier potenzielle und tatsächliche Wege zur Internationalisierung und Globalisierung des chinesischen Sozialkreditmechanismus. Und drittens, da möchte ich gerne über die Auswirkungen auf europäische Entscheidungsträger zu sprechen kommen, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Unternehmenswelt und der Zivilgesellschaft. Wenn wir nun einen Blick werfen auf das offiziellste Dokument, das es gibt, das vom Staatsrat im Jahr 2014 veröffentlicht wurde. Hierbei handelt es sich um die ursprüngliche Planung zur Gestaltung eines Sozialkreditsystems bis 2020. Und wenn wir hier internationale und globale Verweise suchen, so ist dies so zu lesen, als hätte das Sozialkreditsystem eine internationale Ambition. Ich habe einige dieser Erwähnungen übersetzt. Dieses System wird dargestellt als notwendige Grundbedingung zur Verstärkung der Softpower von China und internationaler Einflussnahme. Als dringende Anforderung zur Gestaltung eines objektiven, fairen, rationalen und ausgeglichenen internationalen Kreditrating-Systems, als Möglichkeit zur Verstärkung der internationalen Einflussnahme der chinesischen Kreditrating-Agenturen sowie zur Förderung der Partizipation Chinas im internationalen Wettbewerb sowie zur Verstärkung der Harmonisierung und Zusammenarbeit mit den Systemen anderer Länder. Das mag jetzt so scheinen, als wäre die internationale Komponente sehr wichtig, aber es ist ein sehr langes Dokument und das sind nur einige wenige Verweise in diesem langen Dokument. Das muss man also auch im Verhältnis betrachten. Wir haben zusammen mit Shazida Ahmed und Marike Oberg am Mercator-Institut für China-Studien letztes Jahr eine Studie durchgeführt und haben dort bestehende internationale Verweise in chinesischen Debatten untersucht über die Umsetzung des Sozialkreditsystems heutzutage. Wir haben herausgefunden, dass der internationalen Dimension heute wenig Aufmerksamkeit zukommt. Wir sehen, dass das Wort international oder global lediglich in 16% aller diskutierten oder aller Artikel über das Sozialkreditsystem in China erwähnt werden, im Titel lediglich 1%. Und die Artikel, die sich auf internationale Aspekte konzentrieren, sprechen von Urheberrechteschutz, internationaler Verbraucherschutz oder auch darüber, dass lokale Regierungen ihr Unternehmen durch das Sozialkreditsystem internationalisieren wollen. Also die Verweise auf Softpower sowie auf die Einflussnahme auf internationale Standards findet nur sehr wenig Erwähnung oder gänzlich gar keine Erwähnung. Nun zu konkreten Umsetzungsplänen. Im Gegensatz zu anderen verwandten Konzepten wie zum Beispiel Interessensouveränität, etwas, das China ja unter Xi Jinping wesentlich versucht hat voranzutreiben auf der Weltbühne, wo es bereits chinesische Gegenmodelle gibt zum westlichen Internet oder auch die Idee der elektronischen Zahlungen und zur bargeldlosen Gesellschaft, wo ja die chinesische Propaganda dies aktiv anpreist als Modell für andere Länder und dass China hier wirklich am fortgeschrittensten ist, wurde das Sozialkreditsystem nicht als Beispiel angepriesen, dem andere Länder Folge leisten sollten. Wir sind in unserer Studie 2017 also zum Schluss gekommen, dass die chinesischen Behörden momentan kein besonderes Anliegen darin finden, das Sozialkreditsystem international zu fördern. Es geht eher um die nationale Durchsetzung. Nichtsdestotrotz denke ich, insbesondere angesichts der schnellen Entwicklung, für Europa sich bereits jetzt Gedanken zu machen über mögliche Auswirkungen oder bereits vorhandene
Auswirkungen des Sozialkreditsystems auf die Welt und auf Europa im Allgemeinen. Ich denke, dies lässt sich nun einteilen in vier mögliche Expansionswege. Erstens, und ich denke unmittelbar, durch ausländische Akteure in China. Ich bin ja ein ausländischer Bürger, der in China lebt, aber auch ein Unternehmen, das eine chinesische Unternehmenslizenz benötigt, alle unterstehen dem chinesischen Gesetz. Und wie Jeremy bereits gesagt hat, es geht im System nicht darum, neue Gesetze zu verabschieden, sondern es geht um die reibungslose und verbesserte Durchsetzung. Eine algorithmenbasierte Durchsetzung basiert darauf, dass die Durchsetzung bestehender Gesetze automatisiert wird und dass sie auch selbst durchgesetzt wird auf automatische Art und Weise, da Bürger Angst haben vor negativen Bewertungen. Chinesische Behörden müssen also kein Vergehen mehr ahnden. Ausländische Akteure, darunter auch Unternehmen, antizipieren also mögliche Sanktionen, zum Beispiel eine Herabsetzung ihres Ratings, wenn das System einmal umgesetzt wird. Ab 2018, und da sehen Sie, wie schnell das Ganze geht, denn wir haben ja unsere Studie vor einem Jahr veröffentlicht und bereits einiges hat sich seitdem gewandelt. Ich musste also meine Studie und meine Schlussfolgerungen anpassen. 2018 ist es also so, dass ausländische Unternehmen dem Sozialkreditsystem unterstellt wurden, bis dato aber lediglich theoretisch. Im Januar diesen Jahres wurde ihnen ein einheitlicher Sozialkreditcode zugewiesen, was den Datenaustausch erleichtern soll. Jeder Akteur erhält also einen einheitlichen Code zur Identifizierung. Dies ist auch eine Möglichkeit, gegen die aktuellen Dateninseln vorzugehen, wo jeder Akteur seine eigenen Daten hat, jede staatliche Behörde und damit im Alleingang arbeitet. Im Juni und Juli wurden nun auch gemeinnützige Organisationen diesem System unterstellt, aber es ist immer noch unklar für die meisten Akteure, welche Auswirkungen dies auf sie haben wird. Etwas findet auf jeden Fall bereits statt. Einige Großkonzerne wurden geahndet für politisches Missverhalten mit konkreten Hinweis auf Kreditvorschriften. Da kann man jetzt fragen, ob dies Teil des Sozialkreditsystems ist. Jeremy wird sicherlich sagen, dass dies nicht der Fall ist. Ein Beispiel. Die internationale Luftfahrtindustrie hat Schreiben von Luftfahrtbehörden erwähnt und es wurde darauf hingewiesen, dass Taiwan nicht mehr als Land bezeichnet werden soll und dass Taiwan unter den chinesischen Destinationen angeführt werden soll. Im Dezember 2017 wurde hier hingewiesen auf neue Fortschritte zur Durchsetzung des sozialen Kreditmanagementsystems in diesem Sektor. Es gibt zahlreiche Beispiele für Bedrohungen gegenüber Unternehmen, darunter das Marriott Hotel und andere, wo diese politischen Missverhaltens bezichtigt werden. Das ist jetzt nichts Neues. Unternehmen in China wurden immer unter Druck gesetzt, sich an diese Grundsätze zu halten. Aber dies kann nun vielleicht automatisiert werden und wird in der Zukunft möglicherweise algorithmenbasiert funktionieren. Dann ein einschneidendes Ereignis, insbesondere im Kontext der Arbeitsumgebung für Akteure der Zivilgesellschaft. Ausländische NGOs und gemeinnützige Organisationen wurden nun bereits seit 2017 unter einen neuen Rechtsrahmen gestellt für ausländische NGOs. Dieser Rahmen ist wesentlich restriktiver als der vergangene Rahmen, der eigentlich eine Grauzone war. Sie müssen nun also einer chinesischen Überwachungseinheit unterstellt werden. Um dann das Beispiel der deutschen politischen Stiftungen zu nennen, zum Beispiel Friedrich Ebert, Konrad Adenauer und so weiter. Außer der Friedrich-Ebert-Stiftung haben alle diese die CPA-FFC-Notiz der chinesischen Regierung erhalten und wurden der Überwachungseinheit unterstellt. Man kann davon ausgehen, dass die Überwachungseinheit spezifische Weisungen an die politischen Stiftungen übersendet, aus denen hervorgeht, aus welchem Verhalten sich wie viele Plus- und Minuspunkte in deren Kreditrating ergeben würden. Es ist nicht klar, ob dies Teil eines einheitlichen Sozialkreditsystems ist oder ob nun dein eigenes System geschaffen wird im Bereich Kreditmanagement, aber der Grundsatz der Zuweisung von Boni und Mali für
passendes oder unpassendes Verhalten. In diesem Fall handelt es sich klar um politisches Verhalten. Man bekommt zum Beispiel extra Punkte, wenn man positive Aussagen über die Kommunistische Partei trifft. Das ist so ausdrücklich klargelegt. Man bekommt Minuspunkte, wenn man zum Beispiel die Einheit Chinas in Zweifel zieht. Das ist natürlich einfach eine andere Art und Weise zu sagen, wenn man sich kritisch äußert zur Lage mit Taiwan oder Xinjiang. Wie andere Vorredner bereits zuvor deutlich gemacht haben, gibt es einige Dinge, die noch nicht klar sind. Einige Punkte, wo wir also noch nicht Sicherheit haben. Wir wissen nicht, ob ausländische Unternehmen in der Zukunft systematisch evaluiert werden und auf korrektes Verhalten geprüft werden. Vielleicht weiß Jeremy mehr, er ist ja auch Bürger von Peking. Wir sind zudem nicht sicher, inwiefern ausländische Bürger in China ebenfalls dem Bewertungssystem unterstellt werden. Und ich kenne keinen Fall, wo ausländische Bürger auf eine schwarze Liste gesetzt würden, gemäß eines Sozialkreditsystems. Bedeutsamer ist jedoch folgende Frage. Welche Auswirkungen hat dies auf Aktivitäten außerhalb von China? Könnten Tätigkeiten in Europa Auswirkungen haben auf ein Kreditrating eines Unternehmens in China? Wenn jetzt zum Beispiel eine europäische NGO mit China-bezogenen Aktivitäten etwas organisiert, das als Anti-China-Veranstaltung in Europa betrachtet wird, könnte dies dann zu einem Punktabzug in China führen oder nicht? Das wissen wir nicht. Nun, weiters. Regierungsgesteuerter Policy-Transfer. Dies spielt sich insbesondere im Bereich der Internetsouveränität ab. China organisiert ja die Welt-Internet-Konferenz, um das eigene Modell auf der Weltbühne aktiv bekannt zu machen. Aufgrund der nationalen Darstellung des Sozialkreditsystems als Werkzeug für bessere und serviceorientierte Governance zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung sowie zuzüglich das, was Lukas bereits gesagt hat, die scheinbare Beliebtheit in der chinesischen Mittelklasse. All das macht das Sozialkreditsystem zu einem attraktiven Werkzeug auch für andere autokratische Regierungen, die dies gerne nachahmen wollen. Inwiefern China jetzt dieses Modell aktiv fördern möchte, das wissen wir nicht. Es gibt einige Aussagen, dass es Workshops gegeben hat, wo Regierungsbeamte aus anderen Ländern nach China eingeladen wurden, um darüber zu lernen. Dann gibt es auch verwandte Bereiche, zum Beispiel die Nationale Überwachungskommission führt Workshops durch im Bereich Korruptionsbekämpfung für afrikanische Beamte. Und dieses System wird als chinesische Methode zur Korruptionsbekämpfung bezeichnet und wird daher mit größerer Wahrscheinlichkeit in diesen Workshops ebenfalls Erwähnung finden. Aber momentan ist es in China kein Policy-Fokus, dieses System gegenüber anderen Ländern zu fördern. Und nun in einem breiteren Kontext einer Kontrollpolitik, wo also stärkere Kontrolle ausgeübt wird auf Überseegemeinschaften. Der Auswärtige Dienst in China ist ja zuständig für die Verwaltung chinesischer Gemeinschaften im Ausland. Hier finden sich keine Verweise auf das Sozialkreditsystem. Es handelt sich hier also lediglich um eine potenzielle Internationalisierungsstrategie. Etwas hat Lukas bereits erwähnt, das wir hier sehen. Ich möchte dies also lediglich kurz anschneiden. Die blühende Übersee-Investitionsinitiative durch die Belt and Road-Initiative geht einher mit Inhaltsanforderungen, die chinesische Unternehmen umsetzen müssen im Bereich Infrastrukturinvestitionen. Hier handelt es sich um einen anderen Vertriebsweg. Auch die sogenannte digitale Seidenstraße hat sich in China zu einem Schlagwort entwickelt. Auf Schienenwegen werden zum Beispiel Glasfaserkabel installiert. Und hier ist es offensichtlich so, dass sowohl staatliche als auch öffentliche Unternehmen in China wesentlich fortgeschritten sind im Vergleich zu westlichen Konkurrenten bei Glasfaserkabeln. Hier wird China ausdrücklich erwähnt, denn China möchte die eigenen Datenströme vor westlicher Spionage schützen. Das wird auch ausdrücklich so gesagt. Und man kann natürlich daraus dann im Gegenzug ableiten, dass unsere Kommunikationsströme nicht vor chinesischer Spionage geschützt sind. Inwiefern nun diese Infrastrukturexpansion Auswirkungen hat auf Softwareanwendungen, ist eine offene Frage. Ich würde Lukas zustimmen.
Die Finanzdienstleistungsinfrastruktur ist sicherlich die wahrscheinlichste Vertriebsmöglichkeit. Und Ant Financial ist hier international der wichtigste Akteur mit großen Arbeitsplänen für Südamerika, aber auch für Südostasien. Man kann sich sicherlich ausmalen, sobald grenzüberschreitende Rücküberweisungs- und Online-Zahlungsdienste von ausländischen Nutzern angenommen wurden, ist es ganz einfach, ihnen auch noch zusätzliche Vorteile anzubieten, zum Beispiel durch Sesame Credit und durch andere Systeme. Dies bringt mich nun zum letzten Punkt, verbrauchergesteuerte Erweiterung. Eine mögliche Verbreitung von chinesischen Kredit-Apps und auch zahlungslosen Bezahlungs-Apps, diese sind sehr praktisch und werden daher gerne von ausländischen Nutzern angenommen. In Europa geschieht dies hauptsächlich durch den Anreiz des chinesischen Tourismus. Das heißt, mehr und mehr europäische Unternehmen bieten nun die Zahlung durch Alipay an, um chinesische Kunden anzulocken. Diese Dienste nehmen immer mehr zu und an sich ist das ja auch kein Problem. Aber dies könnte eine weitere Möglichkeit sein, um Belohnungen anzubieten für Bürger mit positivem Kreditrating, die dann in Europa Käufe machen können und so weiter. Und dann gibt es auf niedrigerer Ebene eine marktgesteuerte technologische Innovation in China mit neuen Darlehensunternehmen, die P2P arbeiten und die sich sehr schnell verbreiten, sogar zu schnell für die chinesische Regulierung. Wenn wir in Europa über die langsame Regulierung sprechen, dann müssen wir uns auch dazu bewusst werden, dass auch in China die Dinge manchmal zu schnell laufen für die Regierungsbehörden. Es gab zahlreiche Missbrauchsfälle von neuen Unternehmen wie Yongchen Bao, wo Peer-to-Peer-Darlehen vergeben werden und wo das Kreditrating bewertet wird durch eine Bandbreite von invasiven Informationserhebungen. Letztes Jahr haben wir festgestellt, dass diese Fälle in China wesentlich offener und kritischer diskutiert werden als regierungsbezogene oder gesteuerte Privatsphäre-Missbrauchsfälle. Der schlechte Zustand der Privatsphäre in diesen Start-up-Unternehmen mag ein Hindernis darstellen für die Internationalisierung aus Rufschädigungsgründen. Dennoch, das Ganze entwickelt sich sehr schnell. Aufgrund der Einschränkungen des Bankensystems in China handelt es sich hier dennoch um einen sehr beliebten und schnell wachsenden Sektor. Ich möchte nun gerne auf die Auswirkungen für europäische Entscheidungsträger zu sprechen kommen. Wenn wir mal das Machtgleichgewicht zwischen der EU und China beleuchten, sowie allgemeine Aspekte wie Menschenrechte, so müssen wir hinnehmen, dass das Mittel zur Einflussnahme auf die nationale Umsetzung des Sozialkreditsystems in China eingeschränkt sind. Es geht um die Durchsetzung der Vorschriften und China hat natürlich das Recht, eigene Gesetze auf eigenem Hoheitsgebiet durchzusetzen. Dabei meine ich nicht, dass es nicht wichtig ist, aber wir müssen aus europäischer Hinsicht uns darüber klar werden, dass die Einflussnahme für uns eingeschränkt ist. Dennoch müssen wir uns des Potenzials des Systems bewusst werden und auch der absichtlichen und unbeabsichtigten Spillover-Effekte. Zudem müssen wir berücksichtigen, dass bereits ein großer Druck auf ausländischen Akteuren lastet, sich an die CCP-Prinzipien zu halten. Und dies greift in den letzten Jahren noch über chinesische Grenzen hinaus. Aufgrund der zunehmenden Macht Chinas auf der Weltbühne und dies nicht nur durch das Sozialkreditsystem, sondern in Zusammenhang mit diesem. Ich möchte nun erneut bekräftigen, während das Sozialkreditsystem nicht notwendigerweise diesen politischen Druck verstärkt, es diesen durchaus verfeinern kann und ihn automatisierter und algorithmusbasierter gestalten kann. Die Rufschädigung für China wird dadurch auch reduziert. Jedes Mal, wenn ein Unternehmen dem chinesischen Druck nachgibt, zum Beispiel Daimler im Januar, wo sie dann ein Dalai Lama-Zitat auf Instagram veröffentlicht haben und dann das wieder von Instagram runtergenommen haben, haben sie sehr viele negative Reaktionen erhalten. Im Nachhinein, also sehr viel Backlash, und ich kann mir vorstellen, dass Unternehmen in der Zukunft ein derartiges Verhalten von Anfang an vermeiden werden. Und die Rufschädigungsgefahr für die chinesische Regierung wird dadurch reduziert. Was lässt sich nun aus europäischer Perspektive tun? Erstens ein allgemeiner Punkt.
ein besserer Schutz für europäische Unternehmen, aber auch gemeinnützige Organisationen vor chinesischem Druck. Dieses System hat Auswirkungen und wird Auswirkungen haben auf ausländische Unternehmen und Bürger. Diplomatisch gesehen sollte also den Behörden mehr Klarheit abverlangt werden. Wir alle hier sind ja Experten und dennoch sind uns viele Punkte immer noch nicht klar, da uns keine Informationen vorliegen. Durch diplomatische Kanäle ist es also wichtig, um Klarheit zu bitten. Welche Auswirkungen wird dies haben auf ausländische Akteure in China? Man könnte zudem ein freiwilliges europaweites Berichterstattungssystem in Betracht ziehen, um Informationen darüber einzuholen, was europäische Unternehmen und NGOs vor Ort erleben und wie chinesische Behörden an sie herantreten. Es ist natürlich immer einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen, insbesondere was Sozialkreditratings angeht. Müssen wir uns auch mal die zahlreichen Ähnlichkeiten des Finanzkreditrating-Systems ansehen zu anderen Systemen in den USA, wie zum Beispiel WICO in den USA oder Schufa in Deutschland. Wenn ein System seine normative Macht international geltend machen möchte, müssen wir auch an unseren eigenen Systemen arbeiten. Wir müssen den Datenschutz in den eigenen Systemen verbessern, um eine Alternative anbieten zu können. Denn Algorithmen gibt es momentan in Deutschland, also die sind noch nicht bekannt und es gab auch Skandale in Deutschland, wie Schufa Personen einstuft oder diesen eine Bewertung zuweist. Wenn wir also internationale Standards propagieren wollen, sollten wir vor eigener Tür zuerst kehren. Und erst dann können wir internationale Standards beeinflussen für Kreditratings, die diskriminierende Kriterien ausschließen. Zum Beispiel die Schuld durch Verbindungen, wo also die Freunde oder die Kontakte in den sozialen Medien negative Auswirkungen auf das Kreditrating haben. Dagegen können wir nur vorgehen, wenn wir unser eigenes Verhalten hier in Europa ändern. Vielen Dank. And also thank you for bringing us. Vielen Dank auch dafür, dass Sie uns nochmal unserer Arbeit angenähert haben, also an das, was jetzt auch vor uns liegt. Jetzt der letzte Redner, Lin Fei Fan. Wir haben jetzt gerade über die Rolle der Zivilgesellschaft in China gesprochen. Sie kommen ja ganz aus der Nähe. Wie sehen Sie diese Entwicklungen? Sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Thank you for inviting me and it's vielen Dank für die Einladung. Es ist für mich eine große Freude, hier sein zu dürfen, um vielleicht nicht etwas direkt zum Sozialkreditsystem zu sagen, sondern eher zu den Auswirkungen des chinesischen Sozialkreditsystems auf Taiwan. Viele Rednerinnen und Redner haben bereits gesagt, dass das Sozialkreditsystem Folgen hat für ausländische Unternehmen. Ich möchte mich also auf diese beiden Punkte konzentrieren. Das passiert schon jetzt in Taiwan. Wir stehen hier schon unter Druck von China aus. Zunächst mal ein Aspekt, die Souveränität Taiwans. Dann Menschenrechtsverletzungen gegenüber taiwanischen Bürgerinnen und Bürgern. Es ist ja vorhin schon gesagt worden, solche Phänomene gibt es schon. Sie werden aber nicht direkt durch das Sozialkreditsystem verursacht. Aber dieses System verstärkt die Folgen oder den Einfluss. Zunächst mal der Orwellsche Unsinn.
ausländische Unternehmen sollen Teil Chinas sein. Hier der Luftfahrtrat Chinas, der hat bereits im April diesen Jahres 44 Unternehmen angeschrieben und sie aufgefordert, ihren Ermessensspielraum gegenüber Taiwan zu ändern, beziehungsweise die Aggression zu mildern. Zunächst mal wurde gefordert, dass die Unternehmen sich gegenüber Taiwan anders positionieren. Ein paar dieser Unternehmen haben aber die Beschreibung Taiwans immer noch nicht geändert. Zurzeit gibt es viele Verhandlungen, Zuckerbrot und Peitsche innerhalb des ganzen Prozesses. Im Juli haben dann alle 44 Fluggesellschaften dem Druck nachgegeben und sie haben ihre Beschreibung Taiwans geändert. Aber in unterschiedlicher Form. Ein paar amerikanische Unternehmen haben Taiwan umbenannt in Taipeh. Viele europäische Fluggesellschaften, auch Air France, die Lufthansa, British Airways, haben Taiwan umbenannt in Taiwan.China. Das passiert also alles jetzt schon. Sowas gibt es aber nicht nur unter Fluggesellschaften, sondern in vielen Bereichen, in vielen Geschäftsbranchen. Muji zum Beispiel, ein chinesisches Unternehmen steht unter Druck, Taiwan umzubenennen. Denn teilweise steht auf dem Etikett Made in Taiwan. Und hier gibt es Sanktionen in einer Größenordnung von etwa 23.000 Pfund. Das gilt aber nicht nur für verschiedene Geschäftsbereiche, sondern auch für das Bildungswesen. Es gibt größere Universitäten in Europa und auch in den USA, wo sich taiwanesische Studenten bewerben. Und sie müssen ihre Staatsangehörigkeit mit Taiwan, China angeben. Auch sowas passiert jetzt schon. Das Bildungswesen ist in verschiedener Hinsicht betroffen. Das britische Unternehmen hat aus Taiwan schon Taiwan-China gemacht. Wir sehen hier also oft, dass Chineser sehr viel Druck ausübt auf ausländische Unternehmen. Aus politischen Gründen und für politische Zwecke. All das wird noch verstärkt durch das Sozialkreditsystem. Wenn ausländische Unternehmen in China investieren, die stehen immer mehr unter einem solchen Druck oder sie verlieren Punkte innerhalb des Sozialkreditsystems, weil sie Taiwan anders bezeichnen oder benennen. Hier gibt es also gezielte Einflussnahme. Und das sollten wir wahrscheinlich im Auge behalten. Dann der Fall Ming Shi Li. Das ist ein großes Thema in Taiwan. Er gerät allmählich in Vergessenheit unter der Mehrheit
Das gilt für Taiwan, aber auch für die internationale Völkergemeinschaft. Ich möchte ihn vielleicht mal kurz vorstellen. Er ist Sozialaktivist in Taiwan, hat an vielen Sozialbewegungen teilgenommen. Er hat aber auch Online-Kurse veranstaltet, on WeChat, on QQ und auch auf Facebook und anderen Apps. Unter anderem hat er die chinesische Regierung online kritisiert, auf QQ und Facebook und so. Er ist jetzt von letztes Jahr im März von der Regierung inhaftiert worden. Also vor anderthalb Jahren. Seit anderthalb Jahren sitzt er im Gefängnis. Warum ist sein Fall so wichtig? Und warum hat sein Fall Folgen für das Sozialkreditsystem? In den Unterlagen der Staatsanwaltschaft ist die Rede davon, dass er mithilfe von Facebook chinesische Behörden kritisiert hat. Er wird also beschuldigt, subversive Aktivitäten gegen das staatliche System unternommen zu haben, und deswegen ist er zu 5 Jahren verurteilt worden. Nachdem die chinesische Regierung neue Gesetze über ausländische NROs veröffentlicht hat, war er der erste Aktivist, der von diesem Gesetz direkt betroffen war. Wenn er Facebook nutzt, dann hat das Folgen für seine Rechte. Oder es ist sogar ein Beweis für seine kriminellen Machenschaften, heißt es. Und er ist dann betroffen, wie andere Sozialaktivisten oder andere NROs oder deren Mitglieder. Auch diese Frage müssen wir im Hinterkopf behalten. Er ist, wie gesagt, schon zu 5 Jahren verurteilt worden. In der Zwischenzeit ist er in ein anderes Gefängnis verlegt worden, ohne dass seine Familie unterrichtet worden wäre. Und in Taiwan ist es für uns ein klarer Verstoß gegen das internationale Protokoll. Das Sozialkreditsystem hat Folgen für Taiwan auch wegen der neuen Resident ID für Bürger von Hongkong, Macau und Taiwan. 20.000 taiwanische Bürger haben angeblich schon die Staatsbürgerschaft in China beantragt. Aber während des Prozesses wird von den Menschen aus Hongkong, Macau und Taiwan auch erwartet, persönliche Einzelheiten zu nennen. Das hat mit dem Bezahlen von Steuern in China zu tun. Also, wenn man die Staatsbürgerschaft beantragt, wird man natürlich auch aufgefordert werden, Steuern zu zahlen. Wie gesagt, das Sozialkreditsystem betrifft taiwanesische Bürger in vielerlei Hinsicht. Das sollten wir auch im Hinterkopf behalten. All diese Dinge sind bereits passiert, sind aber nicht direkt mit dem Sozialkreditsystem verbunden. Nichtsdestotrotz steht Taiwan an vorderster Front, wenn es darum geht, sich dem chinesischen Druck zu widersetzen. Wir empfehlen wirklich, dass die Völkergemeinschaft oder dass ausländische Regierungen diese Dinge im Auge behalten. Wir sollten uns auch überlegen, wie wir ausländische Unternehmen gegen den Zwang Chinas schützen. Taiwan als demokratische Nation steht unter großem Druck,
aus China. Und Taiwan ist schon direkt beschädigt worden durch diesen Druck oder durch den Zwang aus China. Wir hoffen wirklich, dass die Völkergemeinschaft sich enger zusammenschließt mit Taiwan, mehr Zusammenarbeit anstrebt, auch mit der taiwanesischen Zivilgesellschaft, sodass wir uns diesem Einfluss stärker entgegenstellen können. Danke. Danke. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Da draußen stehen, glaube ich, schon die Drinks parat. Nichtsdestotrotz können Sie Fragen stellen. Oder Sie können auch allgemeine Bemerkungen machen. Das war jetzt, glaube ich, ein langer Nachmittag. Und wir sind in viele Einzelheiten eingestiegen, haben uns die Entwicklungen angeschaut aus unterschiedlichen Perspektiven. Hatte vergessen, Sie zu bitten, auch Bertram Fragen zu stellen. Also die letzten beiden Redner sind jetzt bereit für Ihre Fragen. Und dann können wir das Ganze vielleicht auch bald abschließen. Also bitteschön. Wer hat Fragen oder Anmerkungen? Jeremy zunächst mal. Ich möchte kurz auf die Lage der Fluggesellschaften und der taiwanesischen Nomenklatur eingehen. Das ist ein interessantes Beispiel, das heute wiederholt angesprochen worden ist und auch in den Medien immer wieder thematisiert wird. Ich habe auch mal einen kurzen Artikel drüber geschrieben, weil das Thema so oft aufs Tapet kommt. Das ist interessant, weil es verbunden ist mit den Sozialkrediten. Die beiden Redner haben es angesprochen. Auch die Gesetze für die Bezeichnung von Taiwan und so weiter und die Verbindung zu den Sozialkrediten ist deswegen gegeben, weil in dem Schreiben, in dem die Fluggesellschaften aufgefordert werden, den Namen zu ändern, werden die Sozialkreditregeln der zivilen Luftfahrtverwaltung angesprochen. Interessant ist das, weil die Sozialkredite hier angesprochen werden wegen des richtigen Verfahrens. Sie müssen im Vorfeld die möglichen Folgen melden. Für mich ist das sehr viel weniger ein Beispiel für die Nutzung von Sozialkrediten als Bedrohung, sondern eher zeugt es von dem Versuch, hier ein neues System einzuführen. Wie man das versucht durchzusetzen, das gefällt mir nicht, aber Sozialkredite tun nun mal genau das. Sie bieten ein Mittel zur Durchsetzung. Es ist auch ein interessantes Beispiel, weil es zeigt, dass ein System, das vor allem Unternehmen regulieren soll, auch Einzelpersonen erfassen kann. Und wenn eine administrative Verwaltungsstelle ein Urteil fällt gegen ein Unternehmen und die Durchsetzung vor Gericht erwirken will, und wenn die Auflagen nicht eingehalten werden, dann erwirkt man eine Durchsetzungsentscheidung vor Gericht. Und wenn diese Durchsetzungsentscheidung durchgedrückt wird, dann steht man auf der Liste. Das gilt aber nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für Vorstandsmitglieder, die Kontrolleure, die direkt verantwortlich sind und auch die juristischen Vertreter eines Unternehmens. Sie kommen auf die Liste. So kann also die Verantwortung eines Unternehmens sehr schnell zu persönlicher Verantwortung führen. Ich glaube, das ist das Invasivste überhaupt an dem Sozialkreditsystem. Ich glaube, im Ausland wäre das Ganze sehr viel weniger umstritten. Wahrscheinlich auch in den USA wären sehr viel mehr Leute dafür, wenn man sehen könnte, dass CEOs nicht immer ungeschoren davon kommen, bei allem. Das Interessanteste an dem Fall ist die Verantwortung des Unternehmens. Wir hören hier von Zwang, von Unternehmen und so weiter. Also es sollte niemanden überraschen, dass Unternehmen daran interessiert sind,
sich auf dem chinesischen Markt breit zu machen. Unternehmen sind nun mal dazu da, Geld zu machen. Das ist ihre Daseinsberechtigung. Und wenn sie, wenn wir Druck auf sie ausüben, damit sie Auflagen und Gesetze einhalten, dann ist das oft im Sinne der Verbraucher. Ich habe nicht versucht, eine Fluggesellschaft zu befragen, das will ich nicht behaupten, aber ich habe auch nie gehört, dass eine Fluggesellschaft sagt, was passiert denn, wenn ich mich nicht an die Auflagen halte? Oder was, wenn ich meine China-Website compliant mache? In China würden sich alle aufregen, aber China hat nun mal keine Jurisdiktion außerhalb der Grenzen. Und bei europäischem Privatrecht sehen wir, dass amerikanische Websites teilweise sagen, wir nutzen Cookies, die nicht akzeptabel sind und deswegen können wir keine Inhalte mehr anbieten. Wie wäre es, wenn man in China auf einmal nicht mehr die Möglichkeit hätte, Taiwan aufzulisten? Wir kennen die Antwort nicht. Manche sagen, wenn ihr sowieso eine Website habt, wird das Folgen haben. Das wäre wahrscheinlich sehr viel umstrittener. Und ich glaube, China wird das auch nicht so machen. Die werden das vielleicht in Verhandlungen sagen. Aber die Rechtsgrundlage für eine solche Regel wäre wirklich sehr dünn. Also welche Schritte sind ergriffen worden? In Quebec haben wir ja die französischen Sprachgesetze und die haben dazu geführt, dass ein paar Unternehmen gesagt haben, wir haben kein Geld für französische Websites, kommt einfach ins Geschäft. Was, wenn Fluggesellschaften das täten, wenn sie einfach sagen würden, sie haben keine Lust darauf und Taiwan ist für sie nicht so wichtig? Who wants to take the floor? Danke. Gibt es sonst noch Wortmeldungen? Alle sehen doch ein bisschen müde aus. Bitte. Ja. Axel Heyer von der GD Kommunikation des Europäischen Parlaments. Eine Frage an das Panel, vielleicht an den, der am Schluss sprach, aber auch Export insgesamt. Also wann gehen Sie denn davon aus, dass staatliche Sozialkreditsysteme in der Europäischen Union vielleicht auch existieren werden? Das ist ja vielleicht auch eine Herausforderung für Sie. Was denken Sie? Das ist ja jetzt nicht wissenschaftlich schon sehr untermauert, dass man das sagen kann. Aber haben Sie da irgendwelche Vorstellungen? Just to clarify, you mean driven by the... Also Systeme, die vom chinesischen Staat betrieben werden, oder wie es meinen Sie? Antwort leider nicht zu hören. In Europa? Das ist wahrscheinlich eher Ihr Bereich, also Ihr Aufgabenfeld, nicht mal. Da habe ich sicherlich... kein Wissen, also ich bin kein Experte für europäische digitale Regelungen. Ich würde mich lieber an Prognosen bezüglich des chinesischen Systems halten. Also eine Frage, die man einmal an mich gerichtet hat, ist ja, also wir dehnen ja unsere Dienstleistungen nach Europa aus, weshalb wahrscheinlich auch das staatliche Kredit, Sozialkreditsystem. Ich habe dann gesagt, ich glaube nicht aufgrund der Datenschutzgrundverordnung. Also das ist eine Herausforderung. Also das wäre schon schwierig, glaube ich, ein Sozialkreditsystem in Europa durchzuführen. Und ich denke, es ist fast für jedes Unternehmen äußerst schwierig, das hier zu tun. Und sehr viele Erklärungen, die wir heute gehört haben, erläutern ja auch, dass soziale Kredite, dass dieses System wirklich stark verwurzelt ist in früheren Institutionen in China. Also ich weiß nicht, ob Sie einen europäischen Staat kennen, der ähnliche Einrichtungen hat aus der Vergangenheit. Also glaube ich aber nicht, dass das der Fall ist und deshalb kann ich mir das auch nicht vorstellen. I think in answer to that question, while I am in no way... Ja. Um diese Frage zu beantworten, ich bin sicherlich kein EU-Experte, aber es kommt davon, hängt davon ab, was Sie unter Sozialkreditsystem verstehen. So wie ich das sehe, also ich habe ja eben gesagt, Bildungskomponenten, regulatorische Komponenten und so weiter, also wenn man das so sieht, könnte man auch sagen, das existiert eigentlich schon. Das US-Finanzkreditsystem hat sicherlich einige Anwendungen, die
schon ähnlich sind, obwohl man das chinesische System seitens der Amerikaner als unsinnig bezeichnet. Aber wir müssen überlegen, wie Informationen verwendet werden und was für Informationen erhoben werden. Das regulatorische System, das ist ja inzwischen schon ziemlich standardmäßig in der chinesischen Governance, aber in den Vereinigten Staaten ist vor kurzem eine Zusammenarbeit angekündigt worden zwischen IRS und dem Außenministerium. Das ist sehr ähnlich wie das System der schwarzen Listen und der Memorandum of Understanding in China. Also diejenigen, die zum Beispiel jetzt hohe Steuerschulden haben, denen könnte der Pass entzogen werden. Und wie sieht das dann aus? Also gerade wenn man im Ausland ist, gibt es da sicherlich verfassungsrechtliche Fragen, aber das ist ein ähnliches System, also gemeinsame Durchsetzung von Regeln. Oder Gerichtsurteile in den Vereinigten Staaten. Wenn man sich nicht an die hält, dann wird mancher der Führerschein entzogen. Das finde ich noch irrationaler als viele Aspekte des chinesischen Systems. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Schulden geht, da ist es doch sehr schwer, Geld zu verdienen in den Vereinigten Staaten, ohne ein Auto zu haben. Also da ist die Logik nicht immer so ersichtlich. Es kommt eben darauf an, auf welche Aspekte Sie sich beziehen, um jetzt nochmal einen Schritt zurück zu tun. Also wie ist die Definition des Sozialkreditsystems? Das haben wir auch bei unseren Diskussionen gehört. Also am Anfang haben alle genickt, als ich sagte, es gibt hier keine wirkliche Bewertung. Aber wir sagen dann trotzdem plötzlich, dass Punkte hinzugefügt werden, Punkte abgezogen werden. Und in einigen Bereichen gibt es auch eine Punktbewertung. Aber jetzt hier, also ein Punkt Zahl zu haben. Das ist ein Mythos, den man immer wieder hört, und der ist so stark verbreitet, dass auch die Experten daran glauben. Wir müssen stattdessen eher eine andere Frage stellen. Das möchte ich auch jetzt zum Abschluss sagen. Wie sind wir überhaupt so weit gekommen und welche Auswirkungen hat die Tatsache, dass es ein so großes Maß an Unverständnis gibt? Also, es ist wirklich nicht nützlich, jetzt alle Aspekte des Lebens mit diesem Kreditsystem zu bemessen. Also, wenn man jemandem Geld leiht, möchte man ganz gerne wissen, ob der in der Lage ist, das Geld zurückzuzahlen. Oder wenn man in ein Restaurant geht, möchte man ganz gerne wissen, wie gut die Hygieneverhältnisse sind. Wenn man herausfindet, dass ein Restaurant wirklich sehr dreckig ist und dass in der letzten Woche 6 Menschen Lebensmittelvergiftungen hatten, dass die Person aber doch sehr viel Wohlfahrt durchgeführt hat, die Großmutter besucht hat und so weiter, das ist ja nicht sehr nützlich. Also bei den Daten geht es immer darum, dass sie nützlich sind, dass sie spezifisch sind. Die Polizei in China hat Zugang zu sehr vielen Daten, aber die möchten sich doch eher mit der Fähigkeit auseinandersetzen oder der Wahrscheinlichkeit, ob man Verbrechen begehen wird oder nicht. Also ich mache mir keine großen Sorgen über Universalbewertungen, weil das einfach nicht sehr praktisch ist. Etwas, was man häufig vergisst bei dieser Dystopie, ist einfach, dass eine Dystopie auch etwas sehr Schwieriges ist. Also man braucht da sehr viel Infrastruktur. Das hört sich jetzt so an, als ob man sehr viel hohe, sehr schwere Geschütze auffahren müsste, ohne große Ergebnisse zu erzielen. Also das wird sicherlich nicht so ausgehen, wie man sich das vorstellt. Wie ist es so weit gekommen, dass das Missverständnis so groß ist? Es ist teilweise die Schuld Chinas, teilweise ist es auch auf die westlichen Medien zurückzuführen. China hat einfach immer wieder den Einsatz der Technologie aufgebläht nach außen, aus unterschiedlichen Gründen. Entweder in ausländischen Medienberichten, also zum Beispiel Today Right auf Englisch, da gibt es ja sehr viel über Gesichtserkennung, Polizei, die Google-Brillen trägt, um Gesichter zu erkennen. Das wird aus unterschiedlichen Gründen so propagandiert, einerseits für den einheimischen Gebrauch, also da sind die Artikel eben nicht auf Englisch, und das hängt mit Buga zusammen, also Buga, dass man eben Angst haben sollte, Verstöße zu begehen. Sie möchten einfach, dass die Menschen begreifen, dass sie mit einem schlechten Verhalten nicht davonkommen. Dann haben wir auch gehört, dass lokale Regierungen das tun, weil sie möchten, dass die Zentralregierung glaubt, dass sie ihre Regeln gut durchsetzen. Und sie tun das auch bezogen auf ein internationales Publikum, denn das chinesische Regierungsmodell ist doch etwas, das man auch gerne im Ausland verbreiten möchte. Und der Gedanke, dass es in China eben diese Kapazität gibt, trägt dazu bei, dieses Modell zu legitimieren, insbesondere für andere Entwicklungsnationen. Bei den ausländischen Medien, die Fake News, das ist ja die andere Dystopie, die ich angesprochen habe, mit der wir wahrscheinlich mehr zu tun haben,
Da habe ich einen Freund, einen Journalisten gehabt, der mir gesagt hat, dass man eigentlich nur drei Geschichten über China veröffentlichen kann. China groß, China schlecht, China verrückt. Und wenn man zwei dieser Aspekte, groß und schlecht oder groß und verrückt, veröffentlichen kann, dann ist das eine gute Geschichte. Und bei Sozialkrediten hat man sogar diese drei Adjektive. Und deshalb ist es so, dass das Thema wirklich politisch immer wieder viel Aufsehen erregt hat. Und das hat jetzt inzwischen so lange angehalten, wie auch die Berichterstattung über Brexit. Und das Ganze scheint auch nach zuvor anzuhalten, obwohl es nur wenige Verankerungen mit der Wirklichkeit gibt. Also die Situation in China ändert sich vielleicht. Ich werde das auch sofort berichten, wenn das der Fall ist. Aber ich denke schon, dass wir uns hier mit den globalen Themen auseinandersetzen müssen. Auch eben damit, wie wir Bericht erstatten und wo unsere Interessen liegen. Zum Schluss noch Folgendes. Vor kurzem hat ein Journalist, als ich einen Artikel kritisiert habe, mir gesagt, dass Sie den Artikel für recht ausgewogen gehalten haben. Und ich habe dann gesagt, das ist nicht mein Standard, wenn ich mir einen Artikel anschaue, sondern mir geht es darum, dass man informativ ist und richtig, akkurat ist. Die Journalisten haben gesagt, ihr Ziel wäre, das einen ausgewogenen Artikel zu haben. Ich denke, da müssen wir auch arbeiten. Ja, herzlichen Dank. Ich denke, dass dieses Thema eigentlich noch weitere Diskussionen erforderlich macht. Im Augenblick ist man noch nicht so weit. Man ist immer noch in diesem Spielchen, dass man einfach nur über interessante Punkte spricht. Und Sie haben recht. Also wir haben eine bestimmte Tendenz, um über China zu berichten. Das ist nicht immer alles richtig, in einem gewissen Sinne vielleicht schon. Aber man muss da einfach noch ausführlicher drüber nachdenken. Und ich denke auch, dass es da vielleicht, dass man darüber sprechen sollte, wie groß die Möglichkeit, die Bedrohung ist, dass dieses Modell auch in Europa Fuß fasst. Da haben wir schon Aspekte gesehen, wie das greifen könnte. Frage, was bedeutet das, wenn Europa betroffen ist? Vielleicht gibt es da auch positive Auswirkungen, zumindest bestimmte Auswirkungen, die wir einmal prüfen sollten. Die Frage ist offen. Und ich möchte jetzt noch einmal auf das Europäische Parlament zurückkommen, auf unseren Beitrag. In den letzten 5 Jahren waren wir federführend beim Thema Datenschutz. Das Europäische Parlament gemeinsam mit der Kommission hat die Normen festgelegt für den Schutz der Privatsphäre, und zwar weltweit. Internationale Unternehmen halten sich jetzt an die GDPR, und wenn man nach Silicon Valley kommt, dann versichern einem alle, dass die GDPR etwas sehr Positives ist. Ohne die europäischen Beiträge hätte das nicht erreichen können. Und für uns ist es deshalb ganz wichtig, sich auch mit diesen Aspekten auseinanderzusetzen, auch mit diesen Möglichkeiten. Ich kann mich noch an einige Bemerkungen von Ihnen erinnern. Also Schutz der Privatsphäre wurde angesprochen, und das ist sicherlich auch etwas, was für die Chinesen interessant ist, aber es gibt im Augenblick dazu keinen Dialog, keine Diskussion. Wenn wir doch zumindest eine gewisse gemeinsame Ausgangsgrundlage haben könnten für die Diskussionen zwischen China und Europa, dann wäre das sehr wichtig. Das ist im Augenblick nicht so leicht, wie das aussieht. Es geht dann nicht um die Tatsache, ob man nur Bedrohungen hat oder nur Chancen, sondern es geht darum, dass wir daran arbeiten. Ja, wir werden jetzt noch eine gewisse Zeit zusammenbleiben. Wir haben ja draußen noch einen Drink. Da können wir informell über diese Themen weitersprechen. Und ich möchte mich jetzt ganz herzlich bedanken für Ihre Beiträge, für Ihr Kommen. Freundlicherweise auch Dank an die Dolmetscher. Ja, wir sehen uns sicherlich irgendwann irgendwo wieder. It's very hard.